Geisterjäger John Sinclair, Band 1708 Angst um Johnny C. Erster Teil Johnny Connolly spürte das Kribbeln vom Hals bis zum letzten Wirbel, als die Maklerin die Flurtür öffnete. Es war der erste Schritt in sein neues Reich, auch wenn es sich dabei nur um ein Zimmer handelte, dem ein kleines Bad angeschlossen war. Er würde es bewohnen denn es sollte sein neues Zuhause werden. Er würde für sich sein, obwohl das nicht ganz zutraf, denn es war eine Wohngemeinschaft, in die er einziehen würde. Die Mitbewohner kannte er von der Uni her. Die Trennung vom Haus seiner Eltern hatte Johnny zeitlich begrenzt. Die Wohnung hatte er zumindest mal für drei Monate gemietet. Es war ein Test. Danach wollte er weitersehen. Seine Eltern hatten nach einigen Diskussionen zugestimmt, selbst seine Mutter Sheila hatte letztendlich nicht ablehnen können. Normale Wohnungen waren in London nicht nur für Studenten unbezahlbar. So hatten sich zahlreiche Wohngemeinschaften gegründet. Da ließ sich der Mietzins dann bezahlen. Zwar hätten seine Eltern auch eine normale Wohnung finanzieren können, doch das wollte Johnny nicht. Es reichte ihm, wenn sie ihn monatlich mit einer bestimmten Summe unterstützten. Den Rest, der fehlte, wollte er selbst verdienen. Dann treten Sie mal ein, junger Mann, sagte die Maklerin. Sie war eine Frau um die 40, die eigentlich immer nur lächelte. Das musste sie in ihrem Job wohl, wenn sie miese Unterkünfte anpries und immer nur die Vorteile hervorhob. Johnny ging noch nicht. Er dachte daran, dass seine Eltern ihn hatten begleiten wollen, aber das hatte er abgelehnt. Er wollte auf eigenen Füßen stehen und dazu gehörten auch die beiden Koffer, die er abgestellt hatte und jetzt wieder anhob. Erst dann setzte er sich in Bewegung und ging an der Maklerin vorbei. Johnny Connolly betrat einen recht langen Flur, den er als ziemlich düster empfand, obwohl an der hohen Decke des Altbaus zwei Lampen hingen und ihr Licht über die Türen streute, die zu beiden Seiten des Flurs zu sehen waren. Auf dem Fußboden lag ein etwas verschlissener Teppich, der allerdings nur die Mitte bedeckte und die Ränder freiließ. Hohe Türen, die Wände mit einer alten Tapete bedeckt, deren Muster bereits verblasst war. Johnny wusste, dass sein Zimmer am Ende des Flurs lag. Von ihm aus gesehen an der rechten Seite. Je weiter er sich in den Flur vorschob, umso schwerer empfand er das Gewicht der beiden Koffer als wollten sie ihn davor warnen, in dieses Haus einzuziehen. Das war natürlich Unsinn, aber es spiegelte Johnnys inneren Zustand wieder, denn so richtig überzeugt war er nicht. Er hatte sich doch bei seinen Eltern sehr wohl gefühlt und hinzu kam noch das Connolly-Schicksal, dem auch er unterworfen war. Daran wollte er jetzt eigentlich nicht denken, als er den Flur Schritt für Schritt durchquerte, und sich darüber ärgerte, dass sein Herz schneller schlug als gewöhnlich. Er blieb schließlich vor der letzten Tür auf der rechten Seite stehen. Kein anderer Mieter war aus seinem Zimmer getreten, und so kam Johnny sich ziemlich verlassen vor, wäre da nicht die Maklerin gewesen, die ihm lächelnd den Schlüssel in die Hand drückte. Bitte sehr, Mr. Connolly. Meine Aufgabe ist hiermit beendet. Die Wohnung ist Ihnen ja nicht unbekannt. Ich wünsche Ihnen viel Glück in diesem Haus. Danke, Mrs. White. Noch ein letztes Lächeln, dann zog sich die Maklerin zurück. Und mit ihr auch der Duft des Parfums, der sie umgeben hatte. Dass Johnny es nicht mehr zu riechen brauchte, war ihm alles andere als unangenehm. Den Schlüssel hatte er in die Seitentasche seiner Jacke gesteckt. Wenig später schob er ihn in das Schloss, drehte ihn herum und konnte die Tür aufdrücken. Das tat er mit der Fußspitze, weil er die Hände für seine Koffer frei haben wollte. Er trat über die Schwelle, ein wenig zögerlich, als wäre er in seiner eigenen Wohnung ein Fremder. Er ging nur zwei Schritte weit, dann stellte er die Koffer ab, weil er sich einen Überblick verschaffen wollte. Er holte tief Luft. Plötzlich verstärkte sich das Kribbeln auf seinem Rücken. Er konnte es als ein Omen auffassen, als eine Warnung. Es konnte aber auch nur eine Folge seiner Aufregung sein. Das Zimmer war möbliert. Johnnys Blick glitt nach vorn, und er sah die beiden hohen Fenster an der gegenüberliegenden Seite. Sie waren von der Form her typisch für diese Altbauten. Der Blick hinaus fiel auf die gegenüberliegende Straßenseite, und dort sah er nicht in die freie Natur, sondern nur auf die Fassaden von Häusern, die eine graue Front bildeten. Es war in der Wohnung alles vorhanden. Eine kleine Einbauküche, eine Couch zum Ausziehen. Es gab einen Schrank, ein Regal, in dessen Mitte eine Glotze mit Flachbildschirm stand. Der Boden war mit einem strapazierfähigen Teppich bedeckt. Er wies eine neutrale, graue Farbe auf. Sogar ein paar Bücher gab es noch. Innerhalb des Regals wirkten sie verloren. Auf jeder Fensterbank stand ein Blumentopf ohne Inhalt. Einen Tisch gab es auch. Zwei Stühle ebenfalls. Und wenn mehr Besuch kam, konnte dieser auf der Schlafcouch Platz nehmen. Es war eine möblierte, aber trotzdem leere Wohnung. So kam sie Johnny vor. Es fehlte die Atmosphäre, die Menschen hinterließen, aber Johnny würde dafür sorgen, dass sie zurückkehrte. Alles war eine Sache der Gewohnheit. Er sah auch die zweite Tür. Der Zugang lag direkt neben der Einbauküche. Johnny wusste, wohin sie führte. Er ging trotzdem hin und öffnete sie. Sein Blick fiel in das Bad, ein kleiner Raum mit einer Duschkabine und einer Toilette. Auch ein Waschbecken war vorhanden. Hässlich grüne Kacheln bedeckten den Boden und der feuchte Geruch gefiel Johnny gar nicht. Ein Abzug war unter der Decke angebracht. Ob er funktionierte, wusste Johnny nicht. Überhaupt brauchte die Wohnung frische Luft. Und so ging Johnny zum Fenster und öffnete es. Das zweite ließ er geschlossen. Die kühle Luft wehte ihm ins Gesicht. Mit der relativen Ruhe war es ebenfalls vorbei, denn von der Straße her drangen die Verkehrsgeräusche an seine Ohren. Die Wohnung lag im ersten Stock, und Johnny ließ das Fenster offen, denn die große Kälte hatte London verlassen. Es war Tauwetter eingetreten, und die dicken Schneeschichten waren zu matsch geworden. Johnny Connolly hatte sich vorgenommen, hier zu bleiben, auch wenn er sich im Moment einsam und verlassen vorkam, wollte er seinen Plan nicht ändern. Es war an der Zeit, selbstständig zu werden. In der Wohnung war es still. Umso lauter kam ihm die Melodie seines Handys vor. Johnny verdrehte die Augen, als er die Nummer auf dem Display erkannte. Es war die Telefonnummer seiner Eltern. Der Anruf überraschte ihn nicht. Denn die Eltern wussten, was er vorhatte. Etwas brummig meldete er sich. Ich bin es nur, sagte Sheila Connolly. Hi, Mom. Und? Was meinst du? Wie geht es dir? fragte Sheila. Im Moment recht gut. Ich stehe jetzt in meiner neuen Wohnung und werde gleich meine Koffer auspacken. Danach schaue ich mich mal um, was die anderen Mieter so treiben. Brauchst du denn etwas? Johnny verdrehte die Augen. Denn auf diese Frage hatte er beinahe gewartet. Er wäre enttäuscht gewesen, wenn seine Mutter sie nicht gestellt hätte. Sie machte sich eben Sorgen. Nein, Ma, ich brauche nichts. Mir geht es gut, wirklich. Okay. Aber wenn du etwas brauchst, sag bitte Bescheid. Das werde ich. Dann vernahm Johnny schon die nächste Frage. Wann kommst du uns besuchen? Ma. Er diente das Wort. Lass mich doch erstmal allein zurechtkommen. Ich weiß nicht, wann ich komme. War nur eine Frage. Nur solltest du vorher anrufen. Du weißt selbst, dass wir öfter unterwegs sind. Und der Termin für unseren Winterurlaub rückt doch immer näher. Das ist mir klar. Bis dahin sehen wir uns noch einige Male. Und jetzt lass mich bitte meine Koffer ausräumen. Alles klar, Johnny. Viel Glück. Der Anruf hatte Johnny doch etwas aufgewühlt. So ganz wohl fühlte er sich nicht, aber das würde vergehen. Es war alles eine Sache der Gewöhnung. Beide Koffer legte er auf die Couch, öffnete sie und wollte seine Sachen auspacken, als es klopfte. Johnny zuckte leicht zusammen, denn damit hatte er nicht gerechnet. Er drehte sich um und sah, dass die Tür geöffnet wurde. In diesem Moment ärgerte er sich darüber, nicht abgeschlossen zu haben, denn der Besucher, der auf der Schwelle stand und ihm zunickte, war ihm unbekannt. Darf ich reinkommen? Johnny nickte. Bitte, wenn du willst. Ja, das will ich, denn ich möchte den kennenlernen, der es tatsächlich gewagt hat, diese Bude hier zu mieten. Es war ein Satz, der Johnny stutzig machte. Mit einer derartigen Begrüßung hatte er nicht gerechnet, aber er sagte nichts darauf, sondern schaute sich seinen Besucher an. Er war in Johnnys Alter. Auffällig bei ihm waren die blonden Haare, die man schon als hellblond bezeichnen konnte. Sie wuchsen bewusst strähnig auf dem Kopf und reichten auch über die Ohren hinweg. Ein glattes Gesicht mit sehr blauen Augen fiel Johnny auf, der sofort daran dachte, dass dieser Typ im weiblichen Geschlecht wohl alle Chancen hatte. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenshirt aus einem etwas dickeren Stoff. Dazu trug er eine hellgraue Hose und schwarze Sneakers an den Füßen. Johnny wusste nicht so recht, wie er ihn einschätzen sollte. Der Typ machte einen sympathischen Eindruck, doch Johnny gefiel der Blick seiner Augen nicht. Er war irgendwie lauernd. Hast du auch einen Namen? Der Blonde lachte. Klar, ich heiße Elton Marlowe. Er ging zu einem Stuhl und setzte sich. Wer bist du? Johnny Connolly. Aha, Student? Ja. Ich nicht. Elton schlug die Beine übereinander. Das war ich mal. Habe dann abgebrochen und mich selbstständig gemacht. Ich bin jetzt Geschäftsmann und handle mit Trödel. Der Winter ist zwar keine Hochzeit, aber ich komme rum. Für meinen Krempel habe ich unten die Kellerräume gemietet. Du brauchst also erst gar nicht nach einem Keller zu fragen. Das hatte ich auch nicht vor. Umso besser. Elton schaute sich um und rieb über sein glattes Kinn. Gefällt es dir hier? Ich werde mich daran gewöhnen müssen. Das mussten wir alle, die hier wohnen. Die meisten kenne ich von der Uni her. Sie haben mir auch dieses Zimmer empfohlen. Ehrlich? Ja, dann ist es gut. Für Johnny war es nicht gut. Er war mit einem sicheren Instinkt für gewisse Untertöne ausgestattet und jetzt glaubte er, die gehört zu haben. Warum hast du das so komisch gesagt? Habe ich das? Es kam mir so vor. Vergiss es. Nein, das kann ich nicht. Es hört sich an, als wäre mit dem Zimmer hier etwas nicht okay. Siehst du denn was? Fragte Elton spöttisch. Nein. Dann belasse es dabei. Je mehr sie sprachen, umso misstrauischer wurde Johnny. Die Art des Gesprächs gefiel ihm ganz und gar nicht. Zudem hatte er es gelernt, auf Zwischentöne zu achten, und die hatte er bei Elton gehört. Was ist denn mit diesem Zimmer hier los? Elton runzelte die glatte Stirn. Dabei räusperte er sich, dachte nach und fragte dann: Hat dir denn niemand etwas über das Zimmer erzählt? Nein, das hat man nicht. Warum auch? Es ist doch normal, wenn ich mich hier umschaue. Was sollte mich da stören? Oder bist du anderer Meinung? Im Prinzip nicht, aber die Bude hier stand nicht grundlos länger leer, trotz der relativ niedrigen Miete. Und wie lautet der Grund? Elton beugte sich vor. Er legte seine Hände auf den Tisch und verengte die Augen. Dann flüsterte er seine Erklärung. Es gab Mieter, die waren der Ansicht, dass es in diesem Zimmer nicht geheuer ist. Wie meinst du das denn? Elton wiegte den Kopf. »Das es hier spukt, um es mal etwas vornehm auszudrücken. Habe verstanden. Und wer oder was soll hier spuken? Der Geist eines Mieters? Nein, Johnny, man spricht davon, dass es Wesen gibt, die auf menschliches Blut scharf sind. Elton hatte seine Worte ausklingen lassen und gab Johnny Zeit, darüber nachzudenken. In dessen Kopf arbeitete es. Er machte sich schon seine Vorstellungen, tat jedoch naiv und fragte, Wer hat denn hier gespukt? Elton zuckte mit den Schultern. Johnny fragte weiter. Ein Geist? Möglich. Ich glaube nicht an Geister. Ich auch nicht. Dann ist ja alles klar. Nein, nein, Johnny. Ich habe es auch nicht glauben wollen, bis ich mich vom Gegenteil überzeugen ließ. Ich weiß jetzt Bescheid. Wie schön für dich. Dann hast du den Spuk gesehen? Die Antwort klang ausweichend. Er kam nur in der Nacht und er ist immer noch da. Er besucht gern dieses Zimmer, um hier sein Unheil zu verbreiten. Er macht den Menschen also Angst? Nicht nur das. Er will etwas von ihnen. Er will an sie heran. Er will sie für sich haben, aber ob das alles so stimmt, weiß ich nicht. Ich wollte dich nur vorwarnen, damit du nicht durchdrehst, sollte etwas passieren, das sich nicht so leicht erklären lässt. Vorhin hast du anders gesprochen, nagelte Johnny ihn fest. Da hast du so getan, als wüsstest du Bescheid. Er lachte. Es ist schon eine komische Rolle, die du hier spielst. Elton Marlowe stand auf. Ich habe es nur gut gemeint, das ist alles. Alles Weitere musst du selbst erleben und daraus deine Schlüsse ziehen. Ich wohne gegenüber. Wenn etwas sein sollte, kannst du bei mir klingeln. Danke für den Rat. Keine Ursache. Elton war schon auf dem Weg zur Tür, als er Johnnys Frage hörte. Und was sagen die anderen Mieter dazu, dass es hier angeblich spuken soll? Haben Sie auch eine Meinung? Bestimmt, nur reden Sie nicht darüber. Es wohnt ja auch keiner von Ihnen hier im Zimmer. Aber wenn du sie kennst, hätten sie dir eigentlich etwas erzählen müssen. Haben sie aber nicht, oder? Nein, bisher nicht. Es kann sein, dass sie es für Schwachsinn gehalten haben. Das ist möglich. Elton nickte Johnny zu. Dabei lächelte er und sagte Bis später dann, ich denke wir sehen uns. Sicher, murmelte Johnny und war froh, wieder allein zu sein. Die beiden Koffer standen noch immer auf der Couch und waren noch nicht geöffnet worden, obwohl Johnny sich das vorgenommen hatte. Stattdessen stand er am Fenster und dachte darüber nach, was ihm Elton Marlowe gesagt hatte. Entsprach es den Tatsachen, oder hatte er sich nur wichtig machen wollen? Johnny wusste keine Antwort auf diese Frage, was ihn ärgerte, aber er war auch jemand, der diese Aussagen nicht so ohne weiteres zur Seite schob. Dazu hatte er schon viel zu viel in seinem Leben durchgemacht. Er wusste, dass es nicht nur die Vorgänge gab, die für Menschen sichtbar waren. Ihm war bekannt, dass noch etwas dahinter lauerte, dass es eine finstere Macht gab und dass die Mächte der Finsternis immer auf der Hut waren und nicht locker ließen. Ein Gedanke wollte ihm nicht aus dem Kopf. Ich bin ein Connolly. Johnny wusste genau, was das bedeutete. Denn er war, zusammen mit seinen Eltern, schon zu oft in den Kreislauf des Bösen geraten. Das war ihr Schicksal. Möglicherweise ein Erbe seines Großvaters mütterlicherseits. So sehr sich seine Mutter auch dagegen gestellt hatte, es war ihr nicht gelungen, ein normales Leben zu führen. Die andere Seite hatte immer wieder zugeschlagen. Erst vor kurzem noch, als sein Vater Bill die beiden roten Bücher gefunden hatte, da war Johnny schon klar gewesen, dass er ausziehen wollte. Vielleicht auch, um diesem Schicksal zu entgehen, doch jetzt war er nahe daran, seinen Entschluss zu bereuen. Auf der anderen Seite konnte Elton ihm auch etwas vorgemacht haben, um ihm Furcht einzujagen. Möglich war eben alles, doch wenn es stimmte, dass dieses Zimmer länger nicht vermietet worden war, musste das seine Gründe haben. Johnny ärgerte sich darüber, dass er sich nicht danach erkundigt hatte. Jetzt kam ihm sogar der Gedanke, die Maklerin anzurufen. Er verwarf den Vorsatz wieder, weil er befürchtete, sich lächerlich zu machen. Und er nahm sich vor, nicht mehr an Eltons Gerede zu denken. Das alles konnte auch ein Scherz von ihm sein, um einen neuen zu ängstigen. Er drehte sich vom Fenster weg und ging zu seinen Koffern. Die Schlösser schnackten auf, und Johnny sah nicht nur seine Kleidung, sondern auch das, was oben lag und ihm seine Mutter eingepackt hatte. Es war ein flacher Kuchen, gefüllt mit einer leckeren Puddingmasse, die er so gern aß, und das schon seit Kindertagen. Auf der Verpackung lag noch eine Karte. Sheila und Bill wünschten ihrem Sohn alles Glück der Welt in seiner neuen Umgebung. Johnny musste schlucken, als er die Worte las. Tief atmete er aus, denn er wusste, dass er sich auf seine Eltern hundertprozentig verlassen konnte, wenn es hart auf hart kam. Aber nicht nur auf sie, sondern auch auf seinen Paten, den Geisterjäger John Sinclair und seine Freunde. Das hatten sie mal wieder beim letzten Fall bewiesen. Johnny schaute auf die geöffneten Koffer. Er war noch vor wenigen Minuten bereit gewesen, sie auszupacken, doch der Vorsatz war einfach wie weggeweht. Johnny starrte den Inhalt an und konnte sich nicht überwinden, die Kleidung in den Schrank zu hängen. Da gab es etwas, das ihn daran hinderte. Aber was war es? Darüber machte er sich schon Gedanken. Hing es mit Elton Marlows Besuch zusammen und mit dem, was er von sich gegeben hatte? War die Warnung bereits so tief in Johnny eingedrungen, dass sie sogar sein Unterbewusstsein erfasst hatte? Er sah sich selbst als normal an, obwohl er gleichzeitig wusste, dass er nicht normal war. Er war ein Connolly und konnte seinem Schicksal nicht entrinnen. Johnny richtete sich auf und atmete tief durch. Was soll ich tun? Diese Frage stellte er sich mehrmals. Es kam ihm sogar in den Sinn, bei seinen Eltern anzurufen und ihnen von der Begegnung mit Elton Marlowe zu erzählen. Aber das wollte er nun doch nicht. Er hatte lange darum gekämpft, probehalber auszuziehen, und das wollte er auch durchziehen und nicht schon beim ersten Problem aufgeben. Auspacken und. Genau da meldete sich das Telefon. Aber nicht Johnnys Handy, sondern ein alter schwarzer Apparat mit Hörer und Gabel, der wie ein Dekorationsstück neben dem modernen Flachbildfernseher stand. Bisher hatte Johnny das Telefon für Dekoration gehalten. Das war nun vorbei, denn das Klingeln schrillte in seinen Ohren. Wie reagieren? Es klingeln lassen oder abheben? Johnny hatte seine Neugierde nicht verloren. Er entschied sich dafür, den Hörer abzuheben. Er tat es mit einer langsamen Bewegung. Das Klingeln verstummte, und Johnny sagte krächzend, Ja, bitte? Willkommen in deinem neuen Heim, Johnny, sagte eine Frauenstimme und lachte leise. Johnny wünschte stark, sich getäuscht zu haben. Die Tatsache, dass eine Fremde wusste, dass er hier eingezogen war und sogar die Telefonnummer kannte, bereitete ihm Probleme. Johnny war zunächst mal so überrascht, dass er nichts sagen konnte. In seiner Kehle saß ein Kloß. Er, der nicht so leicht aus der Fassung zu bringen war, kam sich vor wie ein Schüler, der nicht in der Lage war, die Frage des Lehrers zu beantworten. He, bist du noch dran? Sicher. Johnny hatte sich wieder gefangen. Dann sag mir mal, wer du bist. Gern. Ich bin eine Freundin. Toll. Hast du auch einen Namen? Bestimmt. Und wie lautet er? Du wirst ihn schon noch erfahren, Johnny. Zunächst einmal freue ich mich, dass du dein Zimmer bezogen hast. Johnny ging im Zimmer auf und ab, den Hörer gegen sein linkes Ohr gedrückt. Darf ich fragen, was du von mir willst? Ich freue mich einfach. Johnny schüttelte den Kopf. Warum freust du dich, dass du da bist? Aber wir kennen uns nicht. Zumindest kenne ich dich nicht. Auch deine Stimme kommt mir nicht bekannt vor. Wir sind uns also fremd. Ich sehe das anders, Johnny. Und nochmal, wir werden uns bald sehen. Und dann, mein lieber Johnny, wirst du überrascht sein. Er wollte noch eine Frage nachsetzen, was nicht mehr möglich war. Die Leitung war tot. Johnny stand starr. Er sah auf den Apparat, den er in der Hand hielt. Das Kabel war lang genug, um den Hörer mitnehmen zu können. Johnny hatte es kaum bemerkt. Jetzt legte er ihn wieder auf die Gabel, hob ihn wieder an und lauschte dem Freizeichen. Es besagte, dass dieses Telefon tatsächlich angeschlossen war. Es war nicht überheizt im Zimmer. Trotzdem hatten sich auf seiner Stirn kleine Schweißperlen gebildet. Dieser Anruf machte ihm zu schaffen. Er war zwar alles andere als schlimm gewesen und die Worte der Frau hatten keine Drohung enthalten, dennoch empfand er dieses Telefonat so. Wer wollte da etwas von ihm? Wer tat so geheimnisvoll? Okay, es war eine Frau gewesen, die ihn kontaktiert hatte. Bestimmt noch eine junge Frau. Feststand, dass sich sein Umzug bereits herumgesprochen hatte. Diese Frau gehörte bestimmt nicht zu den weiblichen Kommilitonen an der Uni. Wäre es so gewesen, hätte sie auch ihren Namen nennen können. Sie hatte Johnny neugierig gemacht und zugleich Misstrauen in ihm aufkeimen lassen. Es war alles sehr seltsam, und Johnny dachte plötzlich an die Unterhaltung mit diesem alten Marlowe. Er hatte von einem Spuk gesprochen, von Geistern, die den Menschen an den Kragen wollten und sogar scharf auf ihr Blut waren. Johnny hatte nicht weiter darüber nachgedacht. Und jetzt hatte er diesen geheimnisvollen Anruf erhalten. Nicht von einem Geist, die Stimme war normal gewesen, völlig menschlich. Eine Frau, bestimmt noch eine Junge, aber sie hatte sich nicht zu erkennen geben wollen. Das gefiel Johnny nicht. Und er dachte darüber nach, was er unternehmen könnte. Zugleich grübelte er auch über den Fluch der Conollys nach, das kam automatisch. Er dachte auch darüber nach, dass er gewisse Vorgänge nicht einfach auf sich beruhen lassen durfte. Er war immer jemand gewesen, der den Dingen auf den Grund ging. Und das wollte er auch jetzt so halten. Obwohl Johnny noch gar nicht so richtig in seinem neuen Zuhause wohnte, musste er recherchieren. Irgendwie ging ihm der Name Elton Marlowe nicht aus dem Kopf. Er hatte ihm von irgendwelchen Geistern erzählt, von einem Spuk. Und möglicherweise gehörte der Anruf ja dazu. Vielleicht konnte er ihm mehr sagen. Es war auch möglich, dass man ihm einen Streich gespielt hatte, aber daran wollte er nicht so recht glauben. Was sollte das für einen Sinn haben? Es war egal, und Johnny blieb bei seinem Plan. Elton Marlowe wohnte im Zimmer gegenüber. Auf dem Weg durch den Flur hatte Johnny gesehen, dass zu jedem Zimmer eine Klingel gehörte. Den Schlüssel zu seiner Mini-Wohnung hatte Johnny eingesteckt. Er verließ den Raum und ging nach gegenüber. Der Knopf der Klinge leuchtete leicht, so dass man ihn nicht übersehen konnte. Johnny legte seinen Daumen darauf. Hinter der Tür hörte er ein Summen. Es war alles normal. Johnny entspannte sich leicht. Nicht normal war, dass niemand kam, um ihm zu öffnen. Er versuchte es nochmal. Erneut hatte er Pech. Elton Marlowe war wohl nicht da. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Johnny wollte sich schon wieder abwenden, als sein Blick auf das Klingelschild fiel, das an jeder Tür angebracht war. Er las den Namen. Er las ihn einmal, auch ein zweites Mal. Und dann schüttelte er den Kopf, wobei er flüsterte, das gibt es doch nicht. Es war nicht der Name Elton Marlowe, sondern Gary Chandler. Erneut hatte es Johnny Connolly erwischt. Er war sprachlos geworden und musste diese Überraschung erst verdauen. Er hätte fast gelacht, was er nicht tat, dazu war die Lage einfach zu ernst. Johnny dachte über den Namen Gary Chandler nach. Erst jetzt ging ihm auf, dass er ihn schon mal gehört hatte, auch wenn er sich im Moment kein Bild von Gary machen konnte. Aber der Name war ihm nicht unbekannt, und nach einigen Sekunden des Überlegens gelangte er zu dem Schluss, dass Chandler ein Mitstudent sein musste. Es lag zudem auf der Hand, denn in dieser Etage wohnten wohl nur Studenten. Chandler und nicht Marlowe. Johnny musste jetzt davon ausgehen, dass sein Besucher gar nicht hier wohnte. Wieder erinnerte er sich daran, was dieser Marlowe ihm gesagt hatte. Möglicherweise hatte es eine Warnung sein sollen. Ein geheimnisvoller Spuk in der Nacht. Wesen, die das Blut der Menschen trinken wollten, das alles konnte eine sensible Person schon nervös machen. Johnny dachte für einen Moment darüber nach, ob er seinen Vater anrufen sollte. Nein, das kam nicht in Frage. Er wollte auf eigenen Füßen stehen, das hatte er seinen Eltern oft genug gesagt, und so schnell wollte er keinen Rückzieher machen. Noch etwas anderes spürte er. Es war ein menschliches Gefühl, einfach nur Hunger. Wäre er zu Hause gewesen, Hätte er seine Mutter Sheila nur einen Wink zu geben brauchen. Aber er stand jetzt auf eigenen Füßen und würde sich sein Essen selbst besorgen müssen. Draußen dämmerte es bereits, als Johnny das Haus verließ. Der Wind war stärker geworden und Johnny drehte seinen Schal um den Hals. Schnee gab es so gut wie keinen mehr. Nur in den Parks lagen hier und dort noch einige schmutzige Reste. Allerdings waren die Temperaturen wieder gefallen. Dem trug Johnny Rechnung, als er sich aufmachte, einen Imbiss zu sich zu nehmen. Es war ein Fastfood-Restaurant, das Johnny betreten hatte, allerdings ein Laden von der besseren Sorte, mit Müsli-Ecke und einer Salattheke, in der alles knackfrisch war. Großen Hunger verspürte Johnny jetzt nicht mehr. Er ging dorthin, wo es die frischen Sandwiches gab, und kaufte zwei Dreiecke. Zwischen den Toastscheiben lagen ein Salatblatt und eine Scheibe Putenfleisch, bedeckt mit einer gut gewürzten Soße. Johnny setzte sich an einen Tisch, der etwas abseits des Trubels stand. Er hatte sich einen Saftdrink geholt und dachte darüber nach, dass er irgendwann in der nächsten Zeit einkaufen und seinen Kühlschrank füllen musste. Das hatte ihm seine Mutter zwar angeboten, aber Johnny hatte es nicht annehmen wollen. Der Appetit kam mit dem Essen. Johnny kaufte noch ein weiteres Sandwich und fühlte sich schließlich gesättigt, als er auch das gegessen hatte. Danach musste er darüber nachdenken, was er mit dem Abend anfangen sollte. Er hätte in sein Zimmer gehen und die Koffer auspacken können. In einem befanden sich wichtige Bücher, die er für das Studium brauchte, das erst in einigen Tagen wieder begann, denn am Beginn des Jahres war frei. Lust hatte er nicht, und so verschob er es auf den nächsten Tag. Er blieb noch auf seinem Platz sitzen und dachte nach, wie es weitergehen würde. Es würde nicht mehr lange dauern und er würde die erste Nacht in seinem neuen Zuhause verbringen. Er freute sich nicht besonders darauf und wollte es so lang wie möglich hinauszögern. Die Zeit würde er schon totschlagen. In der Nähe gab es den einen oder anderen Pub, der ihm nicht unbekannt war. Er würde dort auch einige bekannte Gesichter sehen. Ob welche aus seinem Haus dabei waren, wusste er nicht. Etwa eine Viertelstunde später betrat Johnny den Pub an der Ecke, in dem neulich ein Freund seinen Geburtstag gefeiert hatte. Das war eine harte Fete gewesen, deren Folgen Johnny noch zwei Tage später gespürt hatte. Hinter der Theke herrschte Sissy, eine dralle Frau mittleren Alters, die genau richtig für diesen Job war. Rau und herzlich gab sie sich, und als sie Johnny sah, winkte sie ihm kurz zu. Johnny grüßte zurück, bevor er einen Tisch ansteuerte, an dem Bekannte von ihm saßen und ein Bier tranken. Es war kein weibliches Wesen dabei, aber es gab noch einen leeren Stuhl, den Johnny besetzte. Hey, du bist hier! Warum nicht? Musst du nicht auspacken? Johnny winkte ab. Später. Ich habe kurz was gegessen und schaue mich jetzt um. Zum Einzug musst du eine Runde ausgeben sagte der Sprecher, der Camillo hieß und eigentlich nie ohne Hut ausging, auch jetzt trug er ihn. Kein Problem. Johnny bestellte und lehnte sich zurück. Keiner der drei wohnte auf seinem Flur, was Johnny etwas enttäuschte, denn er hätte gern Antworten auf seine Fragen gehabt. Sie redeten erst belangloses Zeug, dann kam das Bier in den Glaskrügen, man stieß an und trank. Camillo meinte, Du wohnst ja nicht allein auf der Etage. Stimmt. Ich kenne die meisten Mieter. Johnny horchte auf. Das ist gut. Warum? Camillo rieb über seine breite Nase, die ihre ursprüngliche Form verloren hatte. Das war bei einem Boxkampf geschehen, denn Camillo hatte diesen Sport mal als Hobby betrieben. Weil ich dich etwas fragen möchte. Nur zu. Kennst du einen Gary Chandler? Und wie? Er hat mir mal eine Freundin ausgespannt, war aber nicht weiter tragisch. Ich hatte schon was Neues im Auge. Gary ist meistens unterwegs, und wenn er mal in seiner Bude ist, dann nicht allein. Der reißt immer was auf. Er wohnt mir gegenüber. Hey Mann, da fällt vielleicht für dich mal was ab. Die beiden anderen lachten, aber Johnny grinste nur. Er wollte jetzt auf das eigentliche Thema kommen. Wenn du alle so gut kennst, Camillo, dann kannst du mir. Moment, Moment mal. Das habe ich nicht gesagt, ich kenne nicht alle. Aber einige? Das schon. Auch Elton Marlowe? Camillo hatte schon antworten wollen, das verkniff er sich jetzt und schloss zunächst den Mund. Johnny wartete ab, dann wiederholte er seine Frage, aber er biss auf Granit. Nein, den Typ kenne ich nicht. Schade. Was ist denn mit ihm? Ich dachte, er würde auf meinem Flur wohnen. Hat er dir das gesagt? Ja, aber stimmt nicht. Ich habe seinen Namen nicht an der Tür gelesen. Trotzdem war er bei mir und sagte, dass er mir genau gegenüber wohnen würde. Das ist schon komisch. Meine ich auch. Paul, einer der beiden anderen Studenten, meldete sich. Ich kannte mal einen Elton Marlowe. Johnny zuckte leicht zusammen. Und? Was kannst du über ihn sagen? Nicht viel. Paul zuckte mit den Schultern elton hat sich immer für den besten überhaupt gehalten er hat getan als wäre er der king aber das war wohl nichts er ist dann irgendwann verschwunden johnny rückte mit seinem stuhl näher an paul heran weißt du sonst noch was paul kratzte über sein kinn der war immer etwas neben der fahrrinne wie meinst du das denn na ja so genau kann ich dir das nicht sagen ich kannte ihn auch nicht gut genug Manchmal hat er von anderen Welten gesprochen, von Totenwelten und von Geschöpfen, die Menschen in der Nacht im Schlaf besuchen. Echt cool. Johnny spürte Erregung in sich aufsteigen. Und was hat er noch alles gesagt? Wie drückte er sich aus? Keine Ahnung. Konkret ist er nie geworden. Er sprach nur von den anderen. Nannte er Namen? Paul fing an zu lachen. Nee, das nicht. Wir haben ihn auch ausgelacht. Er hat dann davon gesprochen, dass sich manche Leute noch wundern würden. Inwiefern? Weiß ich nicht. Jedenfalls war er ein komischer Typ, hatte aber einen Schlag bei den Girls, das muss der Neid ihm lassen. Mehr weiß ich nicht. Studiert er denn? Paul tat, als wäre er von dieser Frage überrascht worden. Das kann ich dir nicht genau sagen. Gesprochen hat er nie so recht darüber. Ich bin nur davon ausgegangen, dass er auf der Uni herumturnt. Was sagt ihr dazu? Camillo winkte ab. Keine Ahnung, der Typ ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Johnny hob die Schultern. Aber bei mir war er. Das ist schon komisch. Camillo grinste. Er ist eben besorgt um die neuen Mieter, oder wie sehe ich das? Falsch, erwiderte Johnny. Wenn er also gar nicht auf meiner Etage wohnt, aber so getan hat. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, was das bedeuten soll. Paul grinste breit, als er meinte Vielleicht bist du genau sein Typ. Johnny verzog die Lippen. Darüber kann ich nicht mal müde grinsen. Schon gut, war ein Joke. Johnny hob die Schultern an. Kann sein, dass er nochmal auftaucht, dann werde ich ihn fragen. Für Camillo zumindest war das Thema erledigt. Trinken wir noch einen Schluck? Johnny winkte ab. Nein, Freunde, ich hab keinen Bock, ich muss noch auspacken. Und dann die erste Nacht in deiner neuen Bude, rief Paul. Die ist immer am spannendsten. Mal sehen. Johnny stand auf und zahlte an der Theke. Sissy lächelte ihn breit an. Sieht man dich wieder? Ich denke schon. Dann bis später. Beide klatschten sich ab, und Johnny schob sich dem Ausgang entgegen. Viel hatte er nicht über diesen alten Marlow erfahren. Doch er wusste jetzt, dass er eine besondere Persönlichkeit war, und eine innere Stimme schickte Johnny eine Warnung zu. Die erste Nacht in der neuen Wohnung. Johnny war gespannt, wie sie verlaufen würde. Knapp eine Stunde später lag er in seinem Bett. Auf dem Weg zur Wohnung hatte er noch zwei Bekannte getroffen. Einer wohnte bei ihm, aber der wollte noch nicht nach Hause gehen. So war Johnny allein gegangen. Die Koffer hatte er nicht ausgepackt und sie nur zur Seite gestellt. Er hatte die Couch zur Schlafstätte gemacht, lag nun dort und hatte etwas getan, worüber seine Mutter nur den Kopf geschüttelt hätte. Johnny lag bekleidet auf dem Bett. Nur seine Schuhe hatte er ausgezogen. Dass dies so war, dafür gab es schon einen Grund. Er hatte Eltons Warnung nicht vergessen. Dass es ausgerechnet in diesem Zimmer spuken sollte und dieser Spuk sich besonders in der Nacht bemerkbar machte. Da wollte Johnny gerüstet sein. Er konnte dabei auch völlig falsch liegen, aber er hatte im Laufe der Jahre seine Erfahrungen sammeln können. Eigentlich gab es nichts auf der Welt, was es nicht gab. Und der Besuch dieses Elton Marlowe war schon nicht normal gewesen und hatte das Misstrauen in ihm hochsteigen lassen. Und so lag Johnny im Bett und wartete. Dass er sich in einer WG befand, war nicht zu hören. Auf dem Flur blieb es ruhig. Nur ab und zu hörte er den Klang einer Stimme. Oder das Zuschlagen einer Tür. Die Zeit verging. Johnny hatte das Fenster geschlossen. Es war keine ruhige Gegend, die er sich ausgesucht hatte, und auch in der Nacht waren noch Menschen und Autos unterwegs. Johnny hörte sie schwach. Er hielt die Augen offen, was ihm nicht schwer fiel, da er innerlich zu aufgewühlt war. Er ging davon aus, dass hier etwas auf ihn zukam. Wie würde die Nacht ablaufen? normal ruhig oder würde er tatsächlich Besuch bekommen? Die Tür hatte er abgeschlossen. Wer herein wollte, musste sie entweder aufbrechen oder einen Schlüssel haben. Die Zeit verstrich. Es war kein leichter Tag für Johnny gewesen, auch junge Menschen wurden von der Müdigkeit gepackt, und Johnny merkte, dass er sich nicht mehr lange würde wachhalten können. Die Augendeckel wurden ihm allmählich schwer. Hinzu kam das Bier, das er getrunken hatte. Tatsächlich schlief er ein. Johnny sackte einfach weg. Vergessen war der Vorsatz, wach zu bleiben. Johnny fiel in einen tiefen Schlaf, der nicht mit Träumen gefüllt war. Es gab nichts mehr für ihn, bis zu dem Zeitpunkt, als ihn etwas aufschreckte. Es war eine innere Warnung gewesen, deretwegen er seine Augen ruckartig öffnete. Er starrte in die Dunkelheit, und es dauerte etwas, bis Johnny erkannte, dass es nicht völlig finster um ihn herum war. Er sah die Umrisse der Fenster, wenn er den Kopf drehte, und bei diesem Anblick fiel ihm wieder ein, wo er sich befand. Nicht mehr im Haus seiner Eltern, sondern in dem Zimmer, das er gemietet hatte und in dem er nun die erste Nacht verbrachte. Was hat mich geweckt? Diese Frage beschäftigte ihn. Es musste einen Grund dafür gegeben haben, oder bildete er sich das nur ein? Johnny wollte sich aufrichten, aber es blieb bei diesem Gedanken. Er schaffte es nicht. Sein Körper fühlte sich an, als wäre er mit flüssigem Metall gefüllt. Er fühlte sich in diesem Moment wehrlos. Er stand kurz davor, wieder in einen tiefen Schlaf zu versinken, doch dann war er plötzlich hellwach. Das Geräusch, das von der Tür her an seine Ohren drang, bildete er sich nicht ein. Jemand war dort. Dass er abgeschlossen hatte, beruhigte Johnny nicht. Die Türen hatten normale Schlösser und bestanden nicht aus Stahl. Wer wollte, konnte sie leicht aufbrechen. Aber die Person, die vor der Tür stand, musste keine Gewalt anwenden. Sie besaß einen Schlüssel. Johnny hörte, wie er ins Schloss geschoben und auch gedreht wurde. Bisse hatte er noch geglaubt, dass ihm seine Sinne einen Streich spielen würden. Jetzt sah er es mit anderen Augen. Jemand wollte zu ihm. Johnny lag auf der Schlafcouch wieder daran gefesselt. Er kam einfach nicht hoch, so sehr er sich auch bemühte. Sein Körper blieb schwer wie Blei. Es war dunkel. Es blieb auch dunkel, als die Tür geöffnet wurde. Sie wurde nicht hart nach innen gestoßen, sie schwang langsam in den Raum herein. Johnny bewegte sich nicht. Er schaute nur und entdeckte die Umrisse einer Gestalt nahe der Schwelle. Natürlich sah er nicht, um wen es sich handelte. Es fiel nicht ein Streifen Licht in das Gesicht, aber dennoch war er sich sicher, dass nicht Elton Marlowe der Besucher war. Das musste jemand anderer sein. Johnny überlegte. Vielleicht kamen die anderen Mieter jetzt, um ihn zu überraschen, aber auch das stimmte nicht, denn die Gestalt blieb allein. Ob sich allerdings noch jemand im Flur aufhielt, sah er nicht. Die Gestalt ging auf Nummer sicher. Sie drückte die Tür leise hinter sich zu und war nun mit Johnny allein. Ihr Ziel war die Couch, auf der er lag. Sie bewegte sich nicht normal, sondern schritt so, als würde sie durch Wasser gehen, das ihren Vorwärtsdrang ein wenig bremste. Schon beim ersten Schritt hob sie das Bein stärker an als normal, und als sie den Fuß auf den Boden setzte, dämpfte der Teppich jedes Geräusch. Es war wie das Schleichen eines Tieres, das sich seinem Opfer näherte, und Johnny sah, wie sich die Gestalt allmählich aus dem Schatten löste und besser zu sehen war, sogar zu erkennen. Sein Herz machte einen regelrechten Sprung, als er mit der Wahrheit konfrontiert wurde. Dieser Eindringling war keine männliche Person, sondern ein weibliches Wesen. Eine schlanke Person mit dunklem Haar, auch dunkel gekleidet, nur ihr Gesicht sah heller aus. Johnny war durcheinander. Mit einem derartigen Besuch hatte er nicht gerechnet. Und er hatte zudem längst festgestellt, dass es sich bei ihr nicht um einen Spuk handelte. Auch nicht um einen Geist, sondern um einen echten Menschen. Eine Lampe stand nicht weit vom Bett entfernt. Er hätte den Schalter mit der ausgestreckten Hand erreichen können, was er aber nicht tat und auch nicht konnte. Denn nach wie vor, fühlte er sich wie von einer mächtigen Last niedergedrückt. Sie kam noch näher. Der nächste Schritt würde sie direkt bis an die Schlafcouch springen. Darauf stellte sich Johnny ein. Aber was würde dann geschehen? Wer sich so bewegte, der hatte etwas vor, was bestimmt nicht ganz astrein war. Johnny merkte, dass er anfing zu schwitzen. Er stellte sich vor, dass die Gestalt plötzlich ein Messer ziehen würde, um es ihm in die Kehle zu rammen. Das tat sie nicht. Sie hielt neben dem Bett an. Dann senkte sie den Kopf und schaute auf den Liegenden nieder. Die Lippen bewegten sich nicht. Kein Laut drang an Johnnys Ohren. Es waren nicht mal Atemgeräusche zu hören, und das machte ihn stutzig. In der Stille hätte er etwas hören müssen. Es blieb trotzdem still. Und Johnny kam in diesem Moment ein schlimmer Gedanke. Wer aussah wie ein Mensch und trotzdem nicht atmete, der war kein normaler Mensch, sondern etwas anderes, ein Wiedergänger. Kein Geist, aber in gewisser Weise schon ein Spuk, von dem Marlow ja gesprochen hatte. Johnny war in diesen Augenblicken klar, dass der Typ mehr wusste und ihm längst nicht alles gesagt hatte. Plötzlich wurde es hell, so überraschend für Johnny, dass er unwillkürlich die Augen schloss, weil ihn das Licht blendete, obwohl es nicht direkt in sein Gesicht schien. Die ihm Unbekannte hatte die in der Nähe stehende Lampe eingeschaltet und ihren beweglichen Metallständer so gedreht, dass das Licht genau in ihr Gesicht fiel. Jetzt sah Johnny die Frau zum ersten Mal. Er sagte nichts, er dachte auch nicht viel. Er konzentrierte sich nur auf das Gesicht, das ihm unbekannt war. Er hatte sich zuvor keine Vorstellungen davon gemacht, er wäre auch nicht überrascht gewesen, eine hässliche Fratze zu sehen, doch genau das Gegenteil traf ihr zu. Das Gesicht war perfekt. Es hatte eine wunderbare weiche Haut, die völlig makellos war. Einfach nur glatt. Sogar an der Stirn, über der das rabenschwarze Haar begann, das in der Mitte gescheitelt war und ihr weich wie Seide zu beiden Seiten des Kopfes auf die Schultern fiel. Das war nicht alles, was Johnny faszinierte, denn in den Adern dieser Person floss asiatisches Blut. Die Augen unter den dunklen Brauen konnte man als Mandelaugen bezeichnen. Volle, weiche Lippen. Vielleicht war die kleine Nase eine Idee zu dick, aber das störte ganz und gar nicht. Die Unbekannte schaute Johnny an. Recht lange sogar. Als wollte sie ihm die Chance geben, eine Frage zu stellen, was Johnny allerdings nicht schaffte. Er lag noch immer bewegungslos da und konnte nicht mal einen Finger rühren. Bisher hatte sich nichts im Gesicht der Unbekannten bewegt. Das änderte sich jetzt. Es begann mit einem Zucken der Mundwinkel, bevor sich die Lippen zu einem Lächeln verzogen. Es war ein wunderbar weiches Lächeln, ohne Falschheit, einfach nur sympathisch, aber es schaffte es nicht, Johnnys Misstrauen zu vertreiben. Er traute dieser Frau nicht, denn nach wie vor sah er, dass diese Person nicht atmete. Das war nicht normal, und das deutete auf etwas Bestimmtes hin. Johnny versuchte immer wieder seine Starre zu lösen. Er schaffte es nicht, und kam sich mittlerweile wie hypnotisiert vor. Und wieder dachte er daran, was Elton Marlowe ihm gesagt hatte. Das musste dieser Spuk sein. Aber er war real. Man konnte ihn anfassen. Johnny hätte es gern versucht, wäre er dazu in der Lage gewesen. Er war es nicht. Und so musste er alles weitere der Frau mit den Mandelaugen überlassen. Sie beugte sich vor. Dabei bewegte sich der Kopf immer weiter auf Johnny zu. Noch blieben die Lippen geschlossen, obwohl der Mund lächelte. Aber das änderte sich, als ihr Gesicht nur noch eine Handbreit von seinem entfernt war. Ihre Lippen öffneten sich, so dass Johnny die helle Zahnreihe erkannte, obwohl das Licht nicht mehr voll in das Gesicht schien. Johnny überkam so etwas wie eine Ahnung. Er hatte seine Erfahrungen sammeln können, und dieses Lächeln sah er in einer Situation wie dieser nicht als freundlich an. Er sollte sich nicht getäuscht haben. Sekunden später waren fast alle Zähne der oberen Reihe zu sehen, auch die beiden, die rechts und links der Schneidezähne spitz hervorstachen. Johnny wusste Bescheid. Seine Besucherin, war ein weiblicher Vampir. Die Erkenntnis durchtoste ihn wie ein Sturm. Er war ja schon vorgewarnt worden, aber dass er den Besuch einer Blutsaugerin bekommen würde, das überraschte ihn schon. Das Lächeln war durch die Verzerrung der Lippen zu einem Grinsen geworden. Die beiden Zähne schienen ihm entgegenzuleuchten, deutlich sah er die Spitzen, und er wusste auch, was der Besuch dieser Schönen bedeutete. Sie war hungrig, Sie wollte Blut, und sein Blut kam ihr gerade recht. Noch gab es keinen Kontakt zwischen ihnen. Sie brauchte jedoch nur den Kopf zu senken, dann konnte sie Johnny berühren. Noch tat sie das nicht und verharrte in ihrer gebückten Haltung. Und dann hörte er die Stimme. Nicht die Besucherin sprach, sondern ein Mann. Er stand hinter ihr und nicht weit von der Tür entfernt. Johnny sah ihn nicht, weil die Gestalt der Frau ihm die Sicht versperrte. Na, habe ich dir zu viel versprochen? Er kam näher. Johnny hörte die leisen Schritte. Er ist genau dein Fall, oder? Ja, das ist er. Zum ersten Mal hörte Johnny die Vampirin sprechen. Ihre Stimme klang weich und zugleich ein wenig rauh. Ihr Blick ließ Johnny nicht los, und ihm war klar, dass sich die Blutsaugerin bald über ihn hermachen würde. Und er lag noch immer bewegungslos auf der Schlafcouch, irgendwie immer noch nicht richtig wach und erst recht nicht agil. Er befand sich in einer Art Dämmerzustand. Es ist einer, den ich mir gewünscht habe, flüsterte sie. Du hast mich gut geleitet. Ja, dann nimm ihn dir vor, trinke sein Blut. Sauge ihn aus bis zum letzten Tropfen, denn nur so kannst du dich stärken. Ich, ich warte darauf. Auch Johnny hatte die Sätze gehört. Ihm war kein Wort entgangen, und er wusste genau, was auf ihn zukam. Er wurde abgelenkt, weil eine Zungenspitze aus der Mundöffnung der Vampirin glitt und mit schnellen Bewegungen die Lippen nachzeichnete. War das der Anfang vom Ende? Zwei Hände näherten sich seinem Kopf. Sie legten sich um die Wangen, zuerst noch weich, kaum fordernd. Dann aber verstärkte sich der Druck und sorgte dafür, dass er den Kopf nach rechts drehen musste, so dass sich die Haut an seiner linken Halsseite strafte. Die perfekte Haltung für den klassischen Biss. Das nahm Johnny alles wahr und die Gefahr hatte sich für ihn immer mehr verdichtet. Du musst keine Angst haben, Johnny. Ich werde dich nicht leersaugen, nicht sofort. Ich werde es erst mit einer Kostprobe versuchen, dich anbeißen, nur ein wenig von deinem Blut trinken und dich so auf den Weg bringen, der dich in die andere Zone führt. Stück für Stück wirst du dich mir nähern und dich irgendwann danach sehnen, auch noch den letzten Tropfen Blut zu verlieren, damit du voll und ganz in unsere Welt eingehen kannst. Ich muss etwas tun, ich muss hier weg. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Das ist doch alles nicht normal, verdammt nochmal. Ich muss mich endlich wehren. Diese Gedanken rasten durch Johnnys Kopf wie Stromstöße. Das merkte die Blutsaugerin nicht, denn sie senkte den Kopf immer tiefer. Und dann so tief, dass die Spitzen der beiden Vampirzähne Johnnys Hals berührten. Etwas riss Sheila Connolly aus dem Schlaf. Sie erwachte nicht nur … Sie stieß sogar einen leisen Schrei aus, der allerdings laut genug war, um ihren Mann Bild zu wecken. Der hatte auf dem Rücken gelegen, drehte sich jetzt zur Seite und knipste das Licht an. Sheila saß jetzt im Bett. Bill drehte sich zu ihr. Er hörte ihre schweren Atemstöße, die schon einem Stöhnen glichen. Er sah auch den leicht verwirrten Ausdruck auf ihrem Gesicht und den schwachen Film aus Schweiß, der auf ihrer Haut lag. Sheila. Was ist los mit dir? Auch Bill blieb nicht mehr liegen und setzte sich hin. Sie gab keine Antwort, sagte aber innerlich zusammen und ließ den Kopf hängen. Bill rückte näher an seine Frau heran. Er legte seine Hand auf ihren Nacken und spürte die feuchte Haut an seiner Handfläche. Er hatte zwar von Sheila keine Antwort bekommen, aber so wie sie reagierte in der Regel ein Mensch, der von schweren Albträumen geplagt worden war. Auch ihr schwaches Zittern entging ihm nicht. Und erneut fragte er, Was ist denn los, Sheila? Ein Traum, flüsterte sie. Nur ein Traum? Die Frage gefiel ihr nicht, denn sie drehte sich mit einer heftigen Bewegung zu Bill um. Nur ein Traum, sagst du? Ja, das stimmt, aber es war ein schlimmer Traum. Okay, das habe ich verstanden. Um was ging es dabei? Sie schaute Bill an, sagte noch nichts. Die Lippen zuckten und sie stöhnte leise auf. Man sah ihr an, dass es ihr schwer fiel, zu sprechen. Dann sagte sie doch etwas. Es war ein Traum, in dem Johnny die Hauptrolle spielte. Bill Connolly erwiderte zunächst nichts. Er ließ das Gesagte erstmal so stehen. Er wusste, dass Sheila unter Johnnys Auszug sehr gelitten hatte, auch wenn er zeitlich begrenzt sein sollte, was sich aber ändern konnte. Obwohl Johnny erwachsen war, hatte sie sich große Sorgen um ihn gemacht, denn sie wusste, dass sie keine normale Familie waren. Nach außen hin schon, doch was sie alles erlebt hatten, das war hart gewesen. Bisher hatte Johnny im elterlichen Haus noch so etwas für einen Schutz gehabt und in seinen Eltern auch Verbündete. Das war nun vorbei, er stand auf eigenen Füßen. Und er war eben ein Conolly mit allen Vor- und Nachteilen. Bill wusste, dass er behutsam vorgehen musste. Bitte, Sheila, es war doch nur ein Traum. Du hast noch am Abend mit ihm gesprochen. Es ging ihm gut. Ich weiß nicht, warum du plötzlich so anders reagierst. Machst du dir keine Gedanken um unseren Sohn? Ja, das schon, gab Bill zu. Ich mache mir meine Gedanken, aber ich muss auch Johnny verstehen, der allein leben will, wie viele in seinem Alter. Sheila starrte nach vorn. Die Finger ihrer Hände hatten sich in die Bettdecke gekrallt. Das ist alles richtig, Bill, aber ich weiß, dass es ihm nicht gut geht. Ich habe seine Angst im Traum gespürt und das war schrecklich. Bill verstand sie. Dennoch brachte er ein Gegenargument vor. Kann es nicht sein, dass du dir etwas einbildest, Sheila? Nein, das ist es nicht. Johnny geht es schlecht. Es ist eine grauenhafte Nacht für ihn, das weiß ich genau. Vielleicht habe ich eine stärkere Verbindung zu ihm als du und ich habe im Schlaf gespürt, dass es ihm nicht gut geht. Ich glaube sogar, dass er sich in großer Gefahr befindet. Nein, Sheila, er wird schlafen. Er hat Angst, widersprach sie. Und was willst du tun? Sie warf die Bettdecke zurück und stand auf. Ich weiß es noch nicht. Zunächst stehe ich auf und hole mir ein Glas Wasser, dann sehe ich Clara. Bill schaute auf den Rücken seiner Frau, wie sie zur Tür ging und das Schlafzimmer verließ. Er wusste nicht so recht, wie er mit ihrem Traum umgehen sollte. Natürlich wusste er, dass sie keine normale Familie waren. Auch er hatte Bedenken gehabt, seinen Sohn ausziehen zu lassen. Aber Johnny war erwachsen, da musste man die Kinder ziehen lassen. Selbst wenn auf der Familie ein Fluch lag, Sheila kehrte zurück. Das Glas hatte sie bereits geleert. Der Durst war wohl gelöscht, aber nicht die Furcht, die sie aus dem Schlaf geholt hatte. Und? fragte Bill. Sheila gab keine Antwort. Sie setzte sich auf die Bettkante und drehte Bill den Rücken zu. Mit leiser Stimme fing sie erst jetzt an zu sprechen. Ich habe keine Erklärung dafür, aber ich glaube daran, dass etwas passiert ist. Was denn? Sie hob die Schultern. Bill glitt in ihre direkte Nähe. Aber du hast auch nichts Konkretes gesehen. Das stimmt. Was ist es dann gewesen? Eine Furcht, Bill. Eine tiefe Angst um unseren Sohn. Ich habe keine konkreten Bilder gesehen, aber ich weiß, dass es ihm nicht gut geht. Du kannst mich auch nicht vom Gegenteil überzeugen, und ich weiß auch selbst, dass ich keine konkreten Beweise habe, aber dieser Traum hat mich irgendwie fertig gemacht. Gut, Sheila, das akzeptiere ich. Hast du dir denn auch darüber Gedanken gemacht, wie es unter Umständen weitergehen soll? Sie nickte recht heftig. Wir müssen eingreifen, Bill. Ja, genau das müssen wir. Bill zögerte, bevor er die Frage stellte. Und was hast du dir so gedacht? Dass wir zu ihm müssen. Völlig überrascht war Bill von dieser Antwort nicht. Er hatte sich schon gedacht, dass es darauf hinauslaufen würde, aber er hielt den Mund, weil er nichts Falsches sagen wollte. Hast du mich nicht verstanden? Doch, erwiderte der Reporter, das habe ich. Und was sagst du dazu? Er räusperte sich, bevor er sprach. Ich kann dich verstehen, Sheila, aber ich denke nicht, dass es ein guter Vorschlag ist. Johnny hat sein eigenes Leben. Wie sieht es aus, wenn wir mitten in der Nacht zu ihm fahren und ihm erklären, dass du einen Traum gehabt hast, in dem er eine Rolle spielt? Sheila drehte sich zu ihm um. Und zwar eine sehr schlechte. Sie hob ihre Stimme an, und Bill sah auch die Sorge in ihren Augen. Und zwar so schlecht, dass ich Angst um ihn bekommen habe. Bill hatte alles gehört. Er wusste nur nicht, wie er sich verhalten sollte. Aus Erfahrung wusste er, dass es auf bestimmten Wegen Hinweise gab, die auf etwas schließen ließen, das entweder schon geschehen war oder noch passieren würde. Das alles war ihm klar, aber seinen Sohn in der ersten Nacht außerhalb des Elternhauses zu besuchen, das schien ihm doch übertrieben. Bitte, Sheila, deinen Traum in allen Ehren, aber jetzt zu Johnny zu fahren und ihn zu wecken, ist das denn so schlimm? fuhr sie ihn an. Er ist schließlich unser Sohn. Ja, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass er kein Kind mehr ist. Sheila schluckte. Sie focht einen inneren Kampf aus. Das war ihr anzusehen. Und dann flüsterte sie mit scharfer Stimme. Wenn du es nicht tust, fahre ich eben allein. Bill schwieg. Er schluckte und musste zugeben, dass er Sheila diese Reaktion nicht zugetraut hätte. Aber er kannte sie auch über lange Jahre hinweg. Sie war eine Frau mit viel Geduld. War dieser Faden einmal gerissen, dann gab es kein Halten mehr für sie. Da ging sie entschlossen ihren Weg, auch wenn dieser mehr als steinig war. Hast du es gehört? habe ich. Und? Bill war noch immer nicht überzeugt. Wie wäre es, wenn wir uns auf einen Kompromiss einigen? Sheila stutzte. Und wie bitte soll der aussehen, dass wir ihn anrufen? Sheila sagte nichts, aber Bill sah, dass sie sich schon entspannte. Sie schien damit einverstanden zu sein, sank zurück auf das Bett und blieb sitzen. Ja, wir werden ihn anrufen. Wunderbar. Willst du es machen? Nein, Bill, übernimm du das. Okay. Auch im Schlafzimmer der Connollys gab es eine Station mit einem Telefon. Die Handynummer ihres Sohns war gespeichert. Bill betätigte die entsprechende Taste, und wartete darauf, dass sich sein Sohn meldete. Sheila saß in seiner Nähe. Sie schaute ihn gespannt an, und auch sie sah, dass die Hand ihres Mannes zusammen mit dem Telefon leicht zitterte. Der Ruf ging durch, aber er ging auch weiter hindurch. Kein Johnny meldete sich. Bill ließ seinen rechten Arm sinken. Er hat sein Handy wohl abgestellt, sagte er leise. Ohne von seinen eigenen Worten richtig überzeugt zu sein. Sheila sah ihm ins Gesicht. Und das glaubst du? Bill senkte den Blick. Nein, wenn ich ehrlich sein soll. Sheila schloss die Augen und flüsterte: Mein Gott, was ist da nur passiert? Die Spitzen der Zähne berührten die straff gespannte Haut an Johnnys linker Halsseite. Es war ein Gefühl für ihn, als hätte jemand Nadeln gegen die Haut gedrückt. Aber das war es nicht. Er war weit genug eingeweiht, um zu wissen, dass es der Anfang war, um in ein schreckliches Schicksal hineinzugleiten. Und genau dieser Gedanke durchzuckte ihn im richtigen Augenblick und riss ihn aus seinem Zustand hervor. Plötzlich konnte er sich wieder bewegen, und damit zögerte er keine Sekunde länger. Die Vampirin lag halb auf ihm, und Johnny packte mit beiden Händen zu. Er wühlte seine Finger in die dunkle Haarflut, und zerrte mit aller Macht daran, so dass er den Kopf in die Höhe riss. Das Gesicht glitt an ihm vorbei. Er glaubte noch einen weit aufgerissenen Mund zu sehen. Dann hörte er den Schrei, der sich im Zimmer fortpflanzte. Es war ein besonderer Schrei, sehr spitz, auch schrill. Einer, der in den höchsten Tönen zitterte und erst abbrach, als Johnny sich wuchtig nach links drehte und dabei mit der Schulter den Körper rammte. Die Vampirin verlor das Gleichgewicht. Sie landete auf dem Boden und rollte sich auf dem Teppich ab, um aus der Bewegung hervor wieder auf die Beine zu gelangen. Auch Johnny lag nicht mehr auf der Couch. Er wusste, dass er den Kräften einer Wiedergängerin unterlegen war, und deshalb musste er die Gunst des Augenblicks nutzen. Noch versperrte sie den Weg zur Tür. Doch das wollte Johnny so schnell wie möglich ändern. Bevor sich die Blutsaugerin wieder auf ihn einstellen konnte, rannte er los. Den Kopf hielt er dabei etwas gesenkt und er hatte so viel Schwung drauf, dass die Gestalt es nicht mehr schaffte, ihm auszuweichen. Johnny rammte sie voll. Er spürte den stechenden Schmerz im Kopf, was ihm aber nichts ausmachte. Er sah, dass die Wiedergängerin zurückflog und gegen die Tür krachte. Dort rutschte sie zu Boden und verhinderte, dass Johnny die Tür öffnen konnte. Er war wie von Sinnen. Er schnappte sich den Körper und wuchtete ihn zur Seite. Dann hatte er freie Bahn. Johnny riss die Tür auf. Jetzt lag der dunkle Flur vor ihm und er stürzte aus seinem Zimmer. Hinter sich hörte er noch das Frauenlachen, achtete nicht darauf und drehte sich nach links, um an das Ende des Flurs zu gelangen. Johnny kam auf seinen Socken genau zwei Schrittlängen weit. Dann war plötzlich etwas Hartes im Weg. Das sich genau zwischen seine Beine stellte. Für einen winzigen Moment glaubte Johnny schweben zu können, dann riss ihn die Erdanziehung an sich, er fiel hin und schlug noch mit dem Kinn auf. Zugleich hörte er das Kichern und kurz danach Elton Marlows Stimme. Glaubst du denn, dass du uns so leicht entwischen kannst? Johnny wollte sich umdrehen. Er sah nicht, wie Elton ausholte und ihn noch im Ansatz der Bewegung erwischte. Der Schlag gegen den Kopf ließ bei Johnny zuerst Sterne aufblitzen, dann packte die Dunkelheit zu und zog ihn zu sich in ihr Reich. Es war möglich, dass sich alles als harmlos herausstellte, aber daran glaubten Sheila und Bill nicht mehr. Beide waren alarmiert. Zu viel war in all den Jahren passiert und so hatte sich aus einem harmlosen Vorgang etwas völlig anderes und bedrohliches entwickelt. Die Conollys zogen sich an. Sie sprachen in dieser Zeit kein Wort. Sheila sagte auch nichts, als sie sah, dass Bill seine Pistole einsteckte. Ich bin fertig. Sheila nickte. Ich auch. Vor einigen Tagen noch hätten sie Probleme mit dem Schnee bekommen. Das war vorbei. Es gab zwar noch zu Genüge Reste, die aber lagen an den Rändern der Straße, so sodass die meisten Fahrbahnen frei waren. Den Porsche ließen sie in der Garage stehen und vertrauten Sheilas Golf, der vor der Garage stand. Bill nahm hinter dem Steuerplatz. Er rollte den Weg hinab auf das Tor zu, das sich auf einen Kontakt hin öffnete wie ein großes Maul. So wurden sie in die Welt entlassen. Beide hatten keinen Beweis dafür, dass ihrem Sohn etwas passiert war. Sie sprachen auch nicht über das Thema. Sie hingen ihren Gedanken nach, die sich allerdings nur um den Sohn drehten. Es war kein ideales Wetter, um Auto zu fahren. Bill fuhr so schnell wie möglich, musste aber Acht geben, denn auf den Fahrbahnen gab es überall glatte Stellen. Sheila hielt es nicht mehr aus. Sie musste einfach etwas loswerden, womit sie sich beschäftigte. Ich war gegen den Auszug. Bill schluckte. Auch er war nicht eben glücklich darüber gewesen, aber er hatte sich eher gefügt als seine Frau. Ein Mann sah bestimmte Dinge oft mit anderen Augen. Wir hätten ihn nicht zwingen können, bei uns zu bleiben, Sheila. Unser Sohn ist erwachsen, verstehst du? Natürlich verstehe ich das. Wir haben das Thema auch lange genug durchgekaut. Ich weiß ja, wie es anderen Müttern geht. Warum sollten wir eine Ausnahme sein? Eben. Aber wir sind es, Bill. Wir sind es. Wir sind die Connollys. Es hat uns getroffen, und das ist der große Unterschied, meine ich. Auch wenn alles nach außen so aussieht, als wären wir eine normale Familie. Das sind wir nicht, bei dem, was auf uns lastet. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Bei einer normalen Familie ist es kein Problem, wenn der Sohn oder die Tochter das Haus verlässt, nicht bei uns, und wir haben schon jetzt den Beweis, kaum dass Johnny unser Haus verlassen hat. Bill hatte ein Gegenargument. Noch haben wir keinen Beweis dafür, dass es Johnny schlecht geht. Es ist nur ein Verdacht, nicht mehr. Er hat sich nicht gemeldet. Na und, das tun viele nicht. Bei Johnny ist das etwas anderes, behauptete Sheila. Sie hielt bereits ihr Handy in der Hand, und probierte es mit einem erneuten Anruf. Die Mühe hätte sie sich sparen können, denn abermals zog niemand ab, und der Frust blieb. Johnnys Wohnung lag zwar nicht in der City of London, aber auch nicht am Rand. Zwischen Bayswater und Lisson Grove, in einer Nebenstraße, die von der Edgeware Road abging. Es war ein altes Haus, recht groß, so dass sich zahlreiche Zimmer darin befanden. Früher waren es Wohnungen gewesen, nach entsprechenden Umbauten waren aus ihnen Zimmer geworden, die zu vermieten kein Problem darstellte. Sheila und Bill kannten das Haus und auch Johnnys Zimmer. Sheila hatte die Bude nicht gefallen, wobei sie noch teuer vermietet wurde. Bill war dann nicht so anspruchsvoll. Er hatte in seinen jungen Jahren schon schlechter gewohnt. Glaubst du, dass sich Johnny in seinem Zimmer aufhält? fragte Sheila. Keine Ahnung. Ich mache mir auch darüber keine Gedanken, wenn ich ehrlich sein soll. Ich lasse alles auf mich zukommen und handle dann, wenn es sich lohnt. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Sheila senkte den Blick. Sie schaute auf ihre Hände, die noch immer gefaltet waren. Mit tonloser Stimme wollte sie wissen, was passieren würde, wenn sie Johnny nicht antrafen. Davon geht die Welt auch nicht unter. Als ich so alt wie Johnny war, hat es mich auch in der Nacht aus meiner Bude getrieben. Da kannst du John fragen. Sheila gab nicht auf. Auch bei so einem Wetter? Das war mir damals egal. Du weißt aus, Bill. Wieso? Du willst dich den Tatsachen nicht stellen und dir eingestehen, dass es ein Fehler war, Johnny schutzlos zu lassen. Auf so etwas hat die andere Seite nur gewartet. Schließlich sind wir bei bestimmten Mächten nicht eben gut angesehen. Mir hängt die letzte Begegnung mit dieser Hexe in unserem Garten noch nach. Es häuft sich wieder, Bill. Abwarten. Sheila seufzte. Das muss ich wohl, denn mir bleibt nichts anderes übrig. Bill lenkte den Wagen auf die Edgeware Road und fuhr in nördliche Richtung. Es war nur eine kurze Strecke, die vor ihnen lag. Dann mussten sie rechts ab und in einen Wirrwarr kleiner Straßen. Als er seiner Frau einen schnellen Seitenblick zuwarf, sah er die kleinen Schweißperlen auf ihrer Stirn. Dass Johnny sich nicht gemeldet hatte, machte ihr zu schaffen. Dass auch London verkehrsberuhigt erscheinen konnte, erlebten sie hier. Hinzu kam das Wetter indem sich nur wenige Fahrzeuge durch die schmalen Straßen bewegten. Die Schneehügel waren zum großen Teil weggetaut und lösten sich in schmutzige Wasserlachen auf, die den Gulis entgegenrannen. Es war leicht, sich in dieser Gegend zu verfahren, und das passierte Bill leider. Sheila sagte nichts, sie war innerlich nur noch angespannter geworden, und das machte sich auch äußerlich bemerkbar. Sie sah das Haus zuerst. Da, Bill, auf der rechten Seite, wir sind gleich da. Okay, es war nicht leicht, hier einen Parkplatz zu finden, und so rollte Billen einen tauenden Schneehügel hinein und hielt an, als die beiden Vorderräder den Gehsteig berührten. Wir lassen den Wagen hier stehen, es dauert ja nicht lange, das ist zu hoffen. Beide stiegen aus und gingen die wenigen Schritte auf den Altbau zu, dessen graue Fassade mit dem alten Putz darauf ziemlich ungepflegt aussah. Einen Schlüssel für die Haustür besaßen sie nicht. Sie würden irgendeinen Mieter aus dem Bett klingeln müssen, aber sie wollten es zuerst bei Johnny versuchen. Sheila hielt es nicht mehr aus. Auf einem recht großen Klingelbrett standen die Namen der Mieter. Einer fehlte. Das Feld war leer. Johnny hatte sein Namensschild noch nicht hineingeschoben. Sheila drückte den Knopf, dann warteten sie. Bill hörte ihre heftigen Atemstöße. Es war ihr noch nicht gelungen, sich zu beruhigen. Es gab keine Reaktion. Sheila versuchte es erneut. Ihr Gesicht sah jetzt aus wie eine Maske. Die Lippen hielt sie so fest aufeinander gepresst, dass der Mund kaum noch zu sehen war. Er ist nicht da, sagte Bill. Ja, denn so tief kann man nicht schlafen. Sie trat von der Haustür zurück und schaute an der Fassade hoch. Was sollen wir tun? Wieder verschwinden? Das möchte ich nicht. Ich will zu ihm oder zu seiner Wohnung oder Zimmer. Und dann hatten sie Glück. Rechts von der Tür, im unteren Bereich, erhellten sich zwei Fenster. Da war jemand wieder auf den Beinen. Für Sheila war es ein Glücksfall. Bevor ihr Mann eingreifen konnte, stand sie vor dem Fenster, sprang in die Höhe und schaffte es, mehrmals gegen die Scheibe zu klopfen. Das musste von der anderen Partei einfach gehört werden. Es wurde gehört, denn Sheila musste ihren Versuch nicht wiederholen. Im hellen Viereck erschien ein Schatten. Dann wurde das Fenster aufgezogen und ein Vorhang zur Seite geschoben. Das Gesicht eines älteren Mannes war zu sehen. Das graue Haar stand wirr vom Kopf ab. Um den Körper hatte der Mann einen Bademantel geschlungen. Was ist los? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Er sprach so schnell, dass er sich verhaspelte. Bill überließ Sheila die Initiative. Einer Frau würde der Mann zu dieser nachtschlafenden Zeit eher Gehör schenken. Sie stellte sich vor. Der Name Connolly sorgte bei dem Mann für ein Nicken. "Ja, ich kenne ihren Sohn. Er wohnt erst seit heute bei uns. Ich habe mit ihm den Mietvertrag unterschrieben. Aber was ist denn los? Wir müssen zu ihm." "Um diese Zeit? Bitte öffnen Sie die Tür. Es ist sehr dringend, sonst würden wir hier nicht stehen." Der Hausbesitzer zeterte noch. Er schaute sich auch Bill an und sagte nach einer Weile: "Ich öffne Ihnen." "Danke." Sheila atmete pfeifend aus, bevor sie sich an Bill wandte. Jetzt werden wir bald sehen, was los ist. Bill glaubte längst nicht mehr daran, dass sich Johnny noch im Haus aufhielt. Er war unterwegs, doch es fiel ihm schwer zu glauben, dass er bei diesem Wetter einen Kneipenbummel unternahm. Ein summendes Geräusch war zu hören. Bill drückte die schwere Haustür auf und trat in den hellen Flur. Der Mann im Bademantel hatte seine Wohnung verlassen. Er stand nahe der Treppe und hielt ein mit Wasser gefülltes Glas in der Hand. Kennen Sie sich aus, Mr. Connolly? Ja, wir waren schon hier. Ja, stimmt, hatte ich glatt vergessen. Natürlich drängte es Bill, zum Zimmer seines Sohnes zu kommen. Er blieb trotzdem stehen und fragte: Haben Sie unseren Sohn vielleicht aus dem Haus gehen sehen? Ich? Nein. Sind Sie sicher? Ja, ich stehe ja nicht hier im Flur herum. Und wenn ich was höre, gehe ich nicht nach draußen und schaue, wer kommt oder wer das Haus verlässt. Meine Frau und ich sind froh, dass wir die Zimmer an normale Leute vermieten können. Da haben Sie recht, danke. Wir gehen dann hoch. Tun Sie das. Sie hätten Ihren Sohn ja auch anrufen können. Ja, das hätten wir. Bill lächelte. Mehr sagte er nicht. Er drehte sich zur Seite und ging auf die Treppe mit den breiten Stufen zu, um die erste Etage zu erreichen. Sheila blieb an seiner Seite. Sie sagte nichts, sondern hielt sich an Bills linkem Arm fest. In der ersten Etage mussten sie eine Zwischentür öffnen, um in den breiten Flur zu gelangen. Die Türen an der linken Seite interessierten sie nicht. Sie gingen durch bis zum Ende. Johnnys Zimmer lag hinter der letzten Tür. Beide blieben stehen. Sheila hatte ihre Hände flach gegen die Brust gedrückt, sie wollte etwas sagen, doch Bill handelte bereits. Er legte eine Hand auf die Klinke und wunderte sich darüber, dass die Tür nicht abgeschlossen war. Bitte Bill, geh rein. Sheila hielt es nicht mehr aus, und er tat ihr den Gefallen, trat über die Schwelle und schaltete sofort danach das Licht an. Der erste Blick zeigte ihnen, dass sich niemand mehr im Raum aufhielt. Ein leeres Zimmer lag vor ihnen, das sie beide betraten. Sheila schloss die Tür, während Bill seine erste Wanderung durch den Raum vornahm. Da stehen noch seine Koffer, sagte er leise, aufgeklappt, aber nicht ausgeräumt. Und seine Schuhe sind auch da. Sheila deutete auf das Paar nahe der Schlafcouch. Der Reporter sagte nichts. Er öffnete die Tür zum kleinen Bad und fühlte sich fast erleichtert, als er sah, dass auch dieser Raum leer war. Die Befürchtung, Johnny tot dort liegen zu sehen, hatte sich nicht erfüllt. Hier ist er auch nicht, Sheila. Sie nickte stand in der Zimmermitte und kaute auf ihrer Unterlippe. Es sieht nicht danach aus, als hätte Johnny sein Zimmer freiwillig verlassen. Wer das tut, zieht seine Schuhe an. Was ist also das Fazit? Man hat ihn geholt. Entführt, meinst du? Wir müssen davon ausgehen, flüsterte Bill und spürte den kalten Schauer auf seinem Körper. Die Frage ist, wer ihn entführt haben könnte. Sheila musste sich schon hart zusammenreißen, um das Zittern in ihrer Stimme zu unterdrücken. Ich weiß es nicht. Es kommen viele Personen oder Unpersonen in Frage. Bill hob die Schultern. Verdammt, ich habe mich selten so hilflos gefühlt. Da konnte Sheila nur zustimmen. Sie dachte sogar ziemlich geradlinig und fragte, Warum hat man das getan? Da muss es einen Grund geben. Wollte man unseren Sohn töten? Das glaube ich nicht. Da hätten es seine Entführer leichter haben können, indem sie ihm hier das Leben nahmen. Ich denke daran, dass er so etwas wie ein Pfand ist, eine Geisel, durch die wir erpresst werden können. Bill nickte. Die Möglichkeit besteht durchaus. Das will ich gar nicht abstreiten. Er schloss für einen Moment die Augen. Das werden wir hier nicht herausfinden. Man wird sich bei uns melden, schätze ich. Hoffentlich wird das der Fall sein. Und warum gerade Johnny? Bill stand da und konnte keine Antwort geben. Darüber will ich nicht mal spekulieren. Alles, was uns in den Kopf kommt, kann falsch sein. Uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Ja. Er hob die Schultern an. Diese Geste bewies, wie hilflos er sich fühlte. Sheila drehte sich um. Sie sprach mehr zu sich selbst. Es war ja nicht abgeschlossen. Man muss ihn überwältigt haben, aus dem Zimmer geschleppt. Und jetzt grüble ich darüber nach, ob es nicht vielleicht den einen oder anderen Zeugen gegeben haben könnte. Mieter, die hier auf dem Flur leben. Das ist zwar richtig, Sheila, aber das glaube ich nicht. Die Leute waren vielleicht unterwegs. Und wenn nicht, dann haben sie geschlafen. Hätten sie etwas gesehen, dann wären sie bestimmt misstrauisch geworden und hätten womöglich die Polizei alarmiert. Das ist nicht geschehen. Und so stehen wir wieder mal am Anfang. Ja, Bill, das tun wir. Aber wir müssen uns auch fragen, was wir unternehmen können. Er hob die Schultern. Im Moment habe ich nicht die Spur einer Idee. Da bin ich ehrlich. Ja, ich auch nicht. Sie zog die Nase hoch und rieb dabei ihre Augen. Bill legte einen Arm um die Schultern seiner Frau. Wir packen das, Sheila. Wir haben bisher alles gepackt. So leicht lassen wir uns nicht unterkriegen. Meinst du das im Ernst? Ja. An irgendwas muss man sich ja hochziehen. Sheila gab keine Antwort. Bill sagte auch nichts mehr. Und so verließen sie schweigend das Zimmer. Der Schnee war zum größten Teil geschmolzen. Und so konnten wir wieder normal durch London fahren, auch wenn diese Formalität aus einem ewigen Stop-and-Go bestand. Wir rutschten zumindest nicht mehr über irgendwelche glatten Flächen, und es gab auch keine Schneeberge mehr, die uns an einer Weiterfahrt hinderten. Das neue Jahr hatte auch schon begonnen, und nicht nur wir waren gespannt, was es uns bringen würde. Wenn alles so weiterlief, würden wir nicht viele ruhige Bürotage erleben. An diesem Morgen zumindest lag nichts an. Es gab keinen Alarm, der uns aus den Betten geholt hätte, wir konnten alles ruhig angehen lassen. Weder Suko noch ich regten uns über den Verkehr auf, wir nahmen alles hin. Auch im neuen Jahr erreichten wir Scotland Yard, erst mit Verspätung. Ich ging davon aus, dass Glenda Perkins schon da war, was sie eigentlich immer schaffte, was für mich ein Rätsel war und auch bleiben würde. Dem Schmuddelwetter entflohen wir, als unser Rover in der kleinen Tiefgarage stand. Auf dem Weg nach oben fuhren zwei Kollegen mit, die sehr sauertöpfisch aussahen, über ihre Probleme aber nicht sprachen und kaum gegrüßt hatten. Wie erwartet war Glenda schon da. Wir liefen genau in ihren Blick hinein. Die rechte Augenbraue hatte sie hochgezogen und aus ihrem Mund drang ein halblautes Na ja, was meinst du damit? fragte ich, dass sich eure Verspätung heute in Grenzen hält. Richtig. Aber wir verspäten uns ja nicht grundlos. Ich möchte nämlich, dass der Kaffee schon gekocht ist, damit ich mit Freude mein Tagwerk beginnen kann. Oh, der Herr stellt Ansprüche. Die auch für das neue Jahr gelten. Ich begrüßte Glenda mit zwei Wangenküssen und stellte fest, dass sie mal wieder schick angezogen war. Zur violetten Bluse trug sie einen schwarzen knielangen Rock, über die Beine hatte sie eine Strumpfhose in der Blusenfarbe gezogen. Die Schuhe waren schwarz und hatten Blockabsätze. Gibt es denn was Neues?", wollte ich wissen. "Nein, im Moment nicht. Selbst Sir James hat sich noch nicht gemeldet. Wir können es ruhig angehen lassen und uns auf den Feierabend vorbereiten." Suko musste lachen und ich fragte: "Hey, was sind das denn für Worte? Ich sage nur, wie es ist. Es gibt wirklich nichts, um das ihr euch kümmern müsst." "Doch", widersprach ich. "Und worum? Um den Kaffee?" Glenda verdrehte die Augen. Klar, eine solche Antwort konnte auch nur von dir kommen. Ich denke immer daran, wenn ich hier bin. Ich zwinkerte Glenda zu und ging zur Kaffeemaschine, wo auch die Tassen standen. Meine war ein Becher, den ich immer gut füllte. Etwas Zucker kam auch hinzu. Und mit der Tasse in der Hand betrat ich unser gemeinsames Büro, in dem Suko schon auf seinem Platz saß und seinen Laptop aufgeklappt hatte, um sich einen Überblick zu verschaffen, was in der letzten Nacht in London abgegangen war. Oft waren Ereignisse darunter, die letztendlich auch uns betrafen. In diesem Fall jedoch las er, schüttelte den Kopf und druckte nichts aus. War eine ruhige Nacht schon, dem auch ein ruhiger Tag folgen wird, hoffe ich. Wäre nicht schlecht. Ich nahm die Tasse in beide Hände und trank meinen Kaffee. Auch im neuen Jahr hatte er nichts von seiner Qualität verloren. Es konnte natürlich Einbildung sein, aber über die Jahre hinweg hatte ich mich an Glendas Getränk gewöhnt. Es gehörte einfach für mich zum Tag, wie die tägliche Dusche. Glenda Perkins blieb in ihrem Büro. Ich überlegte, ob ich mir Zeitungen kommen lassen sollte, als das Telefon anschlug. Sofort waren meine Überlegungen dahin. Ein Anruf so früh konnte alles bedeuten, auch Ärger. Ich hatte es mir zur Angewohnheit gemacht, immer abzuheben. Das lag auch an meiner inneren Neugierde. Suko reagierte da viel entspannter. Meinen Namen musste ich nicht sagen, denn ich hörte die Stimme meines Freundes Bill. Ich bin es John. Hey, so früh? Was hat dich denn aus dem Bett und ans Telefon getrieben, alter Schwede? Ich stehe hier unten an der Anmeldung. Dann lass dich hochbringen. Ich wollte dir nur Bescheid geben. Das Gespräch war beendet. Mein Gesichtsausdruck sorgte bei Suko dafür, dass er eine Frage stellte. Gibt es Ärger? Ich hob die Schultern. Das kann ich dir nicht sagen. Es war Bill, der mich anrief, und der hat bereits an der Anmeldung gestanden. Das ist schon seltsam. Was will er denn? Keine Ahnung, das hat er nicht gesagt. Doch seine Stimme hat schon anders geklungen, und dieser Klang hat mir ganz und gar nicht gefallen, Suko. Dann müssen wir uns wohl auf Probleme einstellen. Vorbei ist es mit dem Gammeltag der meinung war ich auch wenn bill so reagierte brannte nicht nur der busch sondern schon der ganze wald davon ging ich aus obwohl ich noch nichts über sein problem erfahren hatte wenig später hörten wir ihn im vorzimmer wie er glenda perkins begrüßte es war ein knapper morgengruß kein scherz auf den lippen wie sonst und meine bedenken verwandelten sich in ernste sorgen auch suko schaute recht skeptisch und unsere befürchtungen bestätigten sich als unser Freund Bill Connolly das Büro betrat. Sein Gesicht sah bleich aus. Die Haut erinnerte an kaltes Fett. Seine Augen bewegten sich unruhig. Er hatte seinen Mantel noch nicht abgestreift, als er die Bombe platzen ließ. Man hat Johnny entführt. Suko und ich hatten den Satz gehört und reagierten nicht. Wir blieben unbeweglich auf unseren Stühlen sitzen. Wie es Suko erging, wusste ich nicht, ich aber spürte einen heftigen Druck in meiner Magengegend und ich wusste auch, dass Bill Connolly nicht gescherzt hatte. Setz dich erst mal. Ja, ja, er zog seinen dunklen Ledermantel nicht aus. Der Besucherstuhl stand bereit und als Bill saß, da fiel mir auf, dass er seine Hände nicht ruhig halten konnte. Johnny ist also entführt worden, sagte ich. Das haben wir richtig verstanden? Genau, John, man hat ihn aus seiner Wohnung geholt, aus seinem Zimmer besser gesagt, das er gestern erst bezogen hat. Ich habe den Eindruck, dass die andere Seite, wer immer sich dahinter auch verbirgt, nur darauf gewartet hat. Und weiter? Nichts weiter, er ist weg. Sheila und ich wissen nicht, wohin und wer dahinter steckt. Sheila ist zu Hause geblieben, um Telefonwache zu halten, sollte sich die andere Seite melden. Bill waren seine Sorgen am Gesicht abzulesen. Ich konnte mir vorstellen, wie es in ihm aussah, und winkte mit beiden Händen ab, bevor ich ihn ansprach. Bitte, Bill, erstmal der Reihe nach. Was ist genau passiert, dass du so sicher bist, dass Johnny entführt wurde? Gut, ich fange von vorne an. Nicht nur Suko und ich hörten zu. In der Zwischenzeit war auch Glenda Perkins erschienen, die in der offenen Tür stand und ebenfalls große Ohren bekam. Wir hörten zu dritt, was passiert war. Die Angst um seinen Sohn verschwand nicht aus Bills Gesicht. Er redete auch nicht so klar wie sonst, musste immer wieder aussetzen, um nach den richtigen Worten zu suchen. Ich war Johnnys Pate und gehörte irgendwie zur Familie. Ich wusste, was er durchlitten hatte, auch noch als er ein Kind gewesen war. Er war größer und älter geworden und hatte natürlich seinen eigenen Weg gesucht. Er studierte, und Menschen in seinem Alter merkten dann, dass ihnen das Elternhaus zu eng wird. Bei Johnny war das nicht anders. Er wollte sein Leben selbst in die Hand nehmen und war deshalb aus seinem Elternhaus ausgezogen. Mir war schon bekannt, welche Diskussionen es gegeben hatte. Vor allen Dingen war seine Mutter dagegen gewesen, doch Johnny hatte sich durchsetzen können. Und jetzt das. Die Entführung schon am ersten Tag oder in der ersten Nacht in seiner neuen Wohnung. Das zeigte mir wieder, dass die andere Seite nicht schlief. Es würde auch im neuen Jahr so weitergehen, wie das alte aufgehört hatte. Und ausgerechnet mit einem Fall, der uns persönlich betraf. Mehr kann ich euch auch nicht sagen, sagte Bill und griff dankbar zum Kaffee, den Glender in der Zwischenzeit gebracht hatte. Ich hielt erst mal meinen Mund und hörte Suko fragen: Hast du einen bestimmten Verdacht? Bill schaute ihn traurig an. Nein, den habe ich leider nicht. Es ist mir einfach ein Rätsel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ich habe eine verdammte Angst und bin so weit zu sagen, dass mir wohler wäre, wenn sich jemand gemeldet hätte, um irgendetwas zu fordern mit Johnny als Druckmittel. Das verstehe ich, meinte Suko. Es kann jeder aus unserem Feindeskreis gewesen sein. Der Fall mit den roten Büchern und der Hexe ist ja erledigt, sagte Bill. Das muss aus einer anderen Ecke kommen. Ich habe ja noch immer die Hoffnung, dass sich jemand bei Sheila meldet oder auch auf meinem Handy. Etwas muss doch passieren. Johnny ist ein Druckmittel, das gegen uns verwendet werden kann. An die andere Folgerung will ich gar nicht erst denken. Sprich sie trotzdem aus, sagte ich. Bill musste erst tief einatmen. Die Antwort gab er nur flüsternd: Dass sie Johnny geholt haben, um ihn zu töten. Einfach so. Nur um uns zu schwächen. Mich lässt der Gedanke einfach nicht los. Was denkt ihr denn? Was Bill da durch den Kopf ging, war natürlich eine Möglichkeit. Allerdings glaubte ich nicht so recht daran. Unsere Feinde würden ein Druckmittel wie Johnny nicht so leicht aus der Hand geben. Den Gedanken verfolgte auch Suko. Im Gegensatz zu mir sprach er ihn aus. Das beruhigt mich trotzdem nicht, sagte Bill. Kann ich mir vorstellen. Ich nickte ihm zu. Du hast uns alles gesagt. Es steht fest, was passiert ist, und wir werden uns darauf einstellen müssen. Und die Hände in den Schoß legen, sagte Bill bitter. Im Moment ja. Ich glaube fest daran, dass es weitergeht, und zwar mit einem Anruf. Daran habe ich auch gedacht, aber was könnte die andere Seite von uns wollen? Ich weiß es nicht. Es steht nur fest, dass sie mit Johnny ein starkes Pfand in der Hand halten. Ich schaute in meine leere Tasse, warf danach einen Blick auf Glenda, deren Gesicht einen leicht entsetzten Ausdruck zeigte. Keiner wusste so recht, was er sagen sollte, und so stand das Schweigen wie eine Wand zwischen uns. Eine Melodie unterbrach es. Sie stammte nicht von unserem Telefon, sondern von Bill Connollys Handy. Er riss den schmalen Apparat aus seiner Brusttasche am Hemd und wollte sich melden, kaum dass er sein Handy an das linke Ohr gedrückt hatte. Er kam nicht mehr dazu. Ein gellendes Hohngelächter schallte ihm entgegen. Es stammte von einer Frau, und ich hatte plötzlich das Gefühl, auf meinem Platz zu schrumpfen. Denn dieses Gelächter. War mir alles andere als unbekannt. Ich wusste, wer es ausgestoßen hatte. Die Vampirin Justine Carvalho. Johnny saß auf der Pritsche, gequält von heftigen Kopfschmerzen und sah trotzdem im schwachen Licht der mit einem Gitter umgebenen Deckenleuchte, dass die Tür geöffnet wurde und die exotische junge Frau mit den beiden Vampirzähnen den Raum betrat. Ein kühler Wind begleitete sie der starb, als die Tür geschlossen wurde. Sie brachte etwas mit. Es waren zwei Schuhe, die sie auf Johnny zuschleuderte. Weiche Joggingtreter, die auf Johnnys Körper landeten. Darauf hast du doch sicher gewartet. Ich denke auch, dass sie dir passen werden. Johnny sah ein, dass es nichts brachte, wenn er sich weigerte oder den Helden spielte. Er zog die Schuhe über seine Füße, und sie passten tatsächlich. Die Klettverschlüsse hielten sie fest. Die Wiedergängerin blieb nahe der Tür stehen. Ihre Arme hatte sie vor der Brust verschränkt und ließ Johnny nicht aus dem Blick. Dass er nicht fit war, merkte er selbst. Er hatte noch immer unter den Folgen des Niederschlags zu leiden. Was anschließend mit ihm geschehen war, wusste er nicht. Ihm war nur klar, dass man ihn weggeschafft hatte und er in einer Hütte hockte, deren Wände aus Holz bestanden. Sie konnte durchaus in einem Wald stehen. Herausgefunden hatte er das nicht, denn der Bau hatte keine Fenster. Johnny wusste nicht, was die andere Seite mit ihm vorhatte. Bisher kannte er außer der Vampirin nur Elton Marlowe, und er wusste nicht mal den Namen der Exotin. Sein Kopf fühlte sich doppelt so dick an, und als er sprach, klang seine Stimme nicht nur leise, sondern auch krächzend. Hast du auch einen Namen? Sicher. Ich heiße Sina Wang. Aha. Geht es dir jetzt besser, wo du meinen Namen weißt? Nein, das nicht. Ich wundere mich nur, dass du zu den Blutsaugern gehörst. Du bist nicht eben der Prototyp eines Vampirs. Sina lachte. Du wirst noch mehr leben, wenn ich mich an deinem Blut labe. Ich hätte es längst tun können, aber ich wollte warten, bis du wieder voll da bist. Das hörte sich nicht gut an. Johnny ging auch nicht darauf ein. Er wollte wissen, wieso sie gerade ihn gefangen halten würden. Es ist der Plan. Welcher Plan? Nicht meiner. Elton und ich führen ihn nur aus, weil wir weniger auffallen. Aber dahinter steckt eine andere Person. Kenne ich sie? Bestimmt. Sie kennt dich sehr gut. Also wirst du sie auch kennen. Nein, nein, ich habe keine Ahnung. Wer ist sie denn? Da lächelte Sina, und Johnny sah für einen Moment die Spitzen der beiden Zähne. Es ist eine Frau, eine schöne und perfekte Frau, eine, die jeden Mann haben kann, eine Diva und ein Teufelsweib zugleich. Einen Namen hatte Johnny noch nicht erfahren, nur diese etwas schwammigen Hinweise. Dennoch breitete sich ein Bild in seinem Kopf aus. Bevor er sprechen konnte, übernahm Sina Wang wieder das Wort. Es ist Justine Cavaglio. Damit hatte Johnny zwar gerechnet, er zuckte jedoch trotzdem zusammen, als er den Namen hörte. Bleicher konnte er nicht mehr werden, aber der Schauer, der über seinen Rücken lief, ließ ihn leicht erzittern. Sina lächelte. Na, weißt du jetzt Bescheid? Leider ja. Dann weißt du ja, was auf dich zukommt. Sie hat dir das Sagen. Sie hat den großen Plan in die Wege geleitet. Und sie hat mich als ihre Helferin an ihrer Seite. Was ist mit Elton? Ihm haben wir noch nicht das Blut ausgesaugt. Er ist so etwas wie ein Bote für uns. Er weiß genau, worauf es ankommt. Er kann den Kontakt zu den Menschen halten, denn einer wie er fällt nicht auf. Und was passiert mit mir? Johnny hatte die Frage voller Bangen gestellt. Du wirst bald zu uns gehören. Ich bin schon jetzt scharf auf dein Blut, aber Justine hat etwas dagegen. Die verfolgt eigene Pläne. Das konnte sich Johnny vorstellen. Trotzdem sagte er In meinem Zimmer hast du mein Blut trinken wollen, oder nicht? Nein, nicht ganz. Ich hätte dich etwas angebissen und nur einige Tropfen geleckt. Das war mir erlaubt worden, aber dazu ist es dann ja nicht mehr gekommen. Und jetzt brauche ich das nicht. Wenn ich zubeiße, werde ich all dein Blut trinken. Das glaubte Johnny ihr aufs Wort. Er war leider zu schwach, um die Vampirin anzugreifen. Wenn er sich heftig bewegte, würde ihn der Schwindel erfassen, und er würde dieser Sina Wang ins Messer laufen. Genau das wollte er nicht. Außerdem hatte sie ihm nichts mehr zu sagen. Sie drehte sich um, öffnete die Tür, verließ die Hütte und schloss die Tür von außen zu. So blieb Johnny allein in seinem Gefängnis zurück und konnte seinen Gedanken nachhängen. Seine Lage sah schlecht aus. Schuhe hatte man ihm gebracht, aber das Handy befand sich nicht mehr in seinem Besitz. So war es ihm auch nicht möglich, Hilfe zu holen. Die Hütte war einfach, schlicht und trotzdem sicher kein Fenster, nur dicke Bohlen, und es lag auch kein Werkzeug herum, mit dessen Hilfe sich Johnny hätte befreien können. Die Pritsche, auf der er saß, stand an der Wand. Als Unterlage diente eine schmutzige und auch kratzige Decke. Ansonsten gab es keine weiteren Möbel in dieser Hütte. Die Lampe an der Decke gab weiterhin diesen messingfarbenen Schein ab. Justine Carvalho. Dieser Name wollte ihm nicht aus dem Kopf. Sie war diejenige welche. Sie war eine Blutsaugerin, die eine lange Zeit mit John Sinclair Seite an Seite gekämpft hatte. Aber dann hatte sie sich auf die andere Seite geschlagen. Beide waren zwar keine Partner geworden, wie Justines gern gehabt hätte, aber feindlich hatten sie sich auch nicht gegenübergestanden. Warum jetzt dieser Umschwung? Er glaubte Sina Wang, dass die Cavaljo dahinter steckte. Warum hätte sie lügen sollen? Dafür gab es keinen Grund. Johnny sah jetzt ein, dass er nicht in alles eingeweiht war, was seinen Paten John Sinclair anging. Es war auch nicht nötig. Johnny führte sein Leben, John Sinclair das seine. Und so war Johnny nicht über alle Entwicklungen informiert, und bei dieser Justine Cavaglio hatte er wohl etwas verpasst. Johnny versuchte, einen Grund für seine Entführung herauszufinden. Er fand keinen, den er auf sich persönlich beziehen konnte. Und trotzdem dachte er darüber nach. Da gab es auf der einen Seite das Team um John Sinclair, zu dem auch seine Eltern gehörten. Wenn diese Justine Carvalho nicht mehr auf deren Seite stand, war sie eine Feindin, die versuchen musste, das Team zu sprengen. Und wie stellte man das an? Die Antwort war leicht. Man suchte sich die schwächste Stelle aus, und die war er. Da machte sich Johnny nichts vor. Der Gedanke wollte ihn nicht loslassen und er merkte, dass ihm das Blut in den Kopf stieg und seine Wangen wärmte. Jetzt kam tatsächlich der Augenblick, an dem er sich hilflos fühlte und die Angst allmählich so etwas wie einen Klumpen in seinem Magen bildete. Hinter seiner Stirn pochte es. Er merkte auch, dass ihm der Schweiß ausbrach, obwohl es hier nicht eben warm war. Aber Johnny war auch ein Mensch, der nicht daran dachte, sich kampflos zu ergeben. Um sich allerdings wehren zu können, brauchte er eine gewisse Fitness, die ihm im Moment fehlte. Die würde er auch nicht erlangen, wenn er hier auf der Pritsche sitzen blieb. Er musste aufstehen und sich bewegen. Das setzte Johnny sofort in die Tat um. Er schwang seine Beine zur Seite und stellte sich hin. An den Füßen spürte er keinen Druck, die Schuhe passten wirklich perfekt, aber in seinem Kopf rumorte es, obwohl nichts zu hören war. Das sorgte auch für einen leichten Schwindel, der Johnny dazu zwang, sich wieder hinzusetzen, nur nicht aufgeben, einen neuen Versuch starten, nachdem er sich etwas erholt hatte. Das setzte er sofort in die Tat um. Diesmal schraubte er sich langsamer in die Höhe, und so hielt sich auch der Schwindel in Grenzen. Johnny blieb schließlich vor der Pritsche stehen, wartete noch ab, bevor er sich in Bewegung setzte und auf die Tür zuging. Er wusste, dass sie abgeschlossen war, und ging auch nicht hin, um zu versuchen, sie zu öffnen. Er wollte sich nur bewegen und seine müden Knochen wieder geschmeidig machen. Das klappte trotz der Kopfschmerzen, die sich so schnell nicht zurückzogen. Johnny hatte auch längst am Hinterkopf eine Beule ertastet, die schmerzte, wenn er dagegen drückte. Vor der Tür blieb er stehen. Von innen war sie mit einer alten Klinke versehen. Das war auf der anderen Seite sicherlich nicht anders, aber es gab noch ein Schloss, das er nicht sprengen konnte. Um dieser Hütte zu entfliehen, musste er sich schon etwas anderes einfallen lassen. Er würde warten müssen und darauf hoffen, dass jemand die Hütte betrat, wie vorhin Sina Wang. Dann war es ihm vielleicht möglich, den Besucher niederzuschlagen, um die Flucht ergreifen zu können. Er hoffte allerdings nicht, dass die Cavaglio kam, denn gegen sie, hatte er nicht den Hauch einer Chance. Fit werden, so lautete seine Devise, und deshalb schritt er die Breitseite der Hütte ab. Er stellte fest, dass es immer besser ging, je mehr Zeit verstrich. An das taube Gefühl im Kopf wollte er nicht denken. Einfach ignorieren, das war am besten. Johnny wusste nicht, wie oft er schon hin und her gelaufen war, als er etwas hörte. Nicht in seiner Hütte. Das Geräusch hatte ihn von draußen erreicht. Dicht vor der Tür hielt er an. Er lauschte und rechnete auch damit, Stimmen zu hören. Dabei hoffte er, dass sich die Cavallo nicht in seiner Nähe aufhielt. Stimmen hörte er nicht. Dafür etwas anderes, ein Geräusch, das er bereits kannte. Jemand stand außen dicht vor der Hütte und schob einen Schlüssel ins Schloss. Johnny musste sich innerhalb der nächsten Sekunden entscheiden und war froh, sich schon einen Plan zurechtgelegt zu haben, den er augenblicklich in die Tat umsetzte. So schnell wie möglich huschte er zurück zu seiner Pritsche und legte sich rücklings darauf. Wenn jemand die Hütte betrat, würde sein Blick von der Tür her sofort auf die Pritsche fallen und einen jungen Mann sehen, der nicht eben kampfbereit zu sein schien. Auch wenn es so aussah, Johnny hielt seine Augen nicht geschlossen, nur leicht gesenkt, und so sah er das, was er sehen wollte, aus einem anderen Blickwinkel. Die Tür wurde aufgedrückt. Nicht sehr schnell, sondern vorsichtig. Da wusste jemand, dass er auf der Hut sein musste, wenn er keine Überraschungen erleben wollte. Diesmal betrat Elton Marlowe die Hütte. Seine Haltung entspannte sich, als er Johnny auf dem Bett liegen sah, und das in einer Pose, die nicht auf Widerstand hindeutete. Er lag einfach nur bewegungslos da. Elton deutete seine Zufriedenheit durch ein Nicken an, bevor er die Tür hinter sich schloss. Danach bewegte er sich auf die Pritsche zu. Er war noch immer ganz in Schwarz gekleidet. Sein hellblondes Haar bildete dazu einen starken Kontrast. Aber auch die leuchtend blauen Augen fielen auf, die allerdings so kalt wie geschliffenes Glas waren. Noch während er sich in Bewegung setzte, fing er an zu sprechen. Du bist wach, hat mir Sina gesagt. Also tu nicht so, als würdest du schlafen. Das mache ich auch nicht. Aber ich möchte dich mal sehen, wenn du einen Schlag auf den Schädel bekommst. Ich habe Glück gehabt, keine Gehirnerschütterung erlitten zu haben. Elton hielt an. Er verschränkte die Arme vor der Brust und schaute auf Johnny nieder. Seine Mundwinkel hatten sich dabei verzogen. Scheiß Situation, wie? Johnny sagte nichts. Hast du dir selbst zuzuschreiben? Du hättest einfach mit uns gehen sollen. Ja, weiß ich. Er grinste. Hat Sina dir gesagt, was auf dich zukommen wird? Wieso? Tu nicht so, das hat sie. Kann sein. Elton wollte es genau sagen. Du wirst bald ein Mitglied unserer Familie sein. Sina ist schon ganz geil darauf, dein Blut zu trinken. Und ich weiß, dass es ihr schmecken wird. Wir beide stehen unter einem besonderen Schutz. Das ist schon eine geile Person, diese Justine Carvalho, ein Wahnsinn. So ein cooles Weib habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Sie ist einfach ein Traum. Ja, ja, ich weiß. Aber mancher Traum kann auch zu einem Albtraum werden. Bilde dir nur nichts ein, weil sie dich in Ruhe lässt. Sie braucht dich für bestimmte Dinge. Aber wenn es ihr einfällt, dich leer zu saugen, wird sie keine Sekunde lang zögern. Das kann ich dir versichern. Dazu kenne ich sie gut genug. Willst du mir Angst machen? Nein, ich will dich nur mit der Wahrheit konfrontieren. Das ist alles. Ich habe meine eigene Wahrheit, und ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann. Das werden wir noch sehen. Johnny wollte nicht mehr über Belanglosigkeiten reden, sondern auf konkrete Fragen auch konkrete Antworten erhalten. Jetzt habt ihr mich wie einen Klotz am Bein hängen. Was wollt ihr von mir? Elton lachte leicht kichernd. Hat dir das Sina nicht unter die Nase gerieben? Ich weiß nicht. Sie hat schon etwas gesagt, was ich allerdings nicht so recht glauben kann. Dann wiederhole ich es gern, mein Freund. Du bist für Sina so etwas wie ein Nahrungsträger. Es wird nicht mehr lange dauern, dann ist sie wieder bei dir. Und dann wird sie dir ihre Zähne in den Hals schlagen und dich leer trinken. So und nicht anders sieht ein Schicksal aus. Du bist der Erste. Wieso? Das verstehe ich nicht. Was soll das heißen? Kannst du es mir nicht erklären? Andere werden folgen, aber wir beginnen mit dem schwächsten Glied in der Kette. Johnny hatte zwar eine Vermutung, aber die behielt er für sich und fragte stattdessen Welche anderen denn noch? Da musst du Justine fragen. Sie hat einen Plan und wir sind stolz darauf, ihr dabei helfen zu dürfen. Wer nicht für sie ist, der ist gegen sie. Und sie ist es gewohnt, mit Feinden kurzen Prozess zu machen. Welche Feinde hat sie denn noch? Elton grinste breit. Ich habe einiges aufschnappen können und glaube, dass deine Familie ebenfalls auf ihrer Liste steht. Sie will sie vernichten, und wir werden dabei sein. Du sogar auch, aber nicht mehr als normaler Mensch, sondern als Blutsauger. Und wahrscheinlich wirst du dich auf deine Mutter stürzen, ihr den Hals aufreißen und ihr Blut dann einfach wegschlecken. Johnny hatte alles verstanden. Und er konnte nicht behaupten, dass ihn die Worte kalt gelassen hätten. Die Vorstellung, das Blut seiner Mutter trinken zu müssen, wühlte ihn auf. Er hatte Mühe, ruhig auf dem Rücken liegen zu bleiben und sich nicht auf Elton Marlowe zu stürzen. Er brauchte noch etwas Zeit, auch wenn die ihm unter den Nägeln brannte. Und du bist sicher, dass dies alles so einfach geht? Sehr sicher. Warum? Weil ich es Justine zutraue. Er beugte sich vor. Ich habe bisher Superheldinnen nur aus den Comics gekannt. Jetzt aber weiß ich, dass es sie auch in der Wirklichkeit gibt. Justine ist für mich eine Superheldin. Nein, sie ist eine blonde Bestie. Ein Albtraum für die Menschheit. Man müsste ihr den Kopf abschlagen, damit die Erde Ruhe hat. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Hör auf damit! höre ich nicht. Elton Marlowe atmete heftig. Genau das hatte Johnny gewollt. Weg von seiner Arroganz und hin zu Gefühlen, die ihn weniger aufmerksam machten. Und dann tat Johnny etwas, was den Typen noch mehr provozierte. Er blieb liegen, als er nach Elton trat und ihn mit der Schuhspitze am Oberschenkel erwischte. Elton zuckte zur Seite. Bist du irre? Hau ab. Elton duckte sich. Diesmal zog er seine Augen zusammen und flüsterte. Du hast wohl noch nicht genug bekommen, wie? Aber das werde ich ändern, und zwar sofort. Sein Gesicht hatte eine starke Rötung angenommen. Für ihn gab es jetzt kein Halt mehr. Und aus dem Stand heraus stürzte er sich auf Johnny. Bills Hand mit dem Handy sank langsam nach unten. Sein Gesicht zeigte einen Ausdruck, der kaum zu beschreiben war. Besonders fiel der starre Blick darin auf. Da er den Apparat in eine bestimmte Richtung gedreht hatte, hörten wir alle mit und kamen zu dem Schluss, dass es ein widerliches, zugleich höhnisches und auch triumphierendes Gelächter war, das durch unser Büro hallte. Auch Bill hatte jetzt erfasst, wer ihm das Lachen schickte. Mit leiser Stimme fragte er, »Sie ist es, nicht wahr?« Ich nickte nur. Und Zuko traf mit seinem Kommentar genau ins Schwarze. »Dann steckt sie hinter Johnnys Verschwinden.« Auch Bill hatte den Kommentar gehört. Er war ein Mensch, der die Wahrheit vertragen konnte. Doch auch für ihn gab es eine Ausnahme. Das war hier der Fall. Die Kraft schien aus seinem Körper zu rinnen. Er war nicht mehr in der Lage, das Handy normal zu halten. Seine Hand kippte nach unten, und ich sah, wie sich die Finger lösten. Ich schnellte von meinem Stuhl auf Bill zu. Bevor er den Apparat verlor, hatte ich ihn mir geschnappt und hielt ihn fest. Genau in dem Augenblick, als das Gelächter verstummte. Das kam mir zu Pass. Ich drückte den Apparat gegen mein rechtes Ohr und hatte auch den Lautsprecher eingestellt, damit Suko und Bill mithören konnten. Hallo Justine, sagte ich so locker, als hätte es zwischen uns in der letzten Zeit keinen Stress gegeben. Sie war wohl durch meine Art zu reden überrascht, denn zunächst mal bekam ich keine Antwort. Kurze Zeit später erklang erneut das Lachen. Diesmal hörte es sich anders an. Die folgende Antwort gab zudem ihre Überraschung bekannt. Du, John? Wie du hörst? Spott lag in ihrer Stimme bei der nächsten Frage. Sucht dein Freund Bill etwa Hilfe? Warum sollte er das? Wir sitzen hier zusammen und reden, das ist alles. Meine Antwort hatte ihr nicht gefallen. Verarsch mich nicht, schrie sie. Natürlich sucht Connolly Hilfe. Du brauchst mich nicht für dumm zu verkaufen. Klar, Justin Carvalho war nicht von gestern. Das hatte ich in der Vergangenheit oft genug feststellen können, als der Hass gegen Malmann sie auf unsere Seite getrieben hatte. Die Zeiten gab es nicht mehr. Wir standen uns jetzt als Feinde gegenüber, und sie hatte im Moment leider die besseren Karten. Was willst du, Justine? Erneut lachte sie. Diesmal allerdings leiser und auch irgendwie wissender. Eine Erklärung erhielten wir auch. Bill und Suko saßen starr auf ihren Stühlen, besonders Bill sah aus, als wäre er zu einer Steinfigur geworden. »Ich will euch etwas klar machen. Oder noch mal einiges wiederholen. Die Zeiten, in denen ich auf eurer Seite stand, sind vorbei. Ich muss mich nicht mehr verstellen. Ich kann endlich so agieren, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Ich bin wieder ich. Und genau das werde ich auch bleiben. Was Malmann nicht geschafft hat, werde ich anders machen. Ich brauche keine Vampirwelt, mir ist die normale Welt genug.« in der ich meine Zeichen setzen kann. Ob Vampire oder Halbvampire. Sie alle werden unter meinem Kommando stehen. Partner habe ich nicht mehr nötig. Als Team brauche ich euch nicht mehr. Um aber ungestört wirken zu können, muss ich euch ausschalten. Und mit Johnny Connolly fange ich an. Schon sprach sie weiter. Keine Sorge, ich werde ihn wohl nicht töten. Ich werde sein Blut trinken. Und ich werde ihn dann später zu euch schicken. Als Veränderter als einen, der zu mir gehört. Und ich freue mich schon jetzt darauf, wenn Johnny das Blut seiner Eltern trinken will, um satt zu werden. Das wird ein großer Spaß werden. Sie hatte ihre Worte beendet. Für einen Moment war es in unserem Büro still, bis ich die heftigen Atemzüge hörte, die mein Freund Bill ausstieß. Er war schrecklich blass geworden. Er saß zusammengesackt auf dem Stuhl und schien kein Mensch mehr zu sein. Man konnte mit Fug und Recht behaupten, dass er wahnsinnig litt. Die Augen hatten einen leeren Blick bekommen, und er schüttelte den Kopf, als wollte er sagen, dass dies doch alles gar nicht wahr sein konnte. Es gefiel der blonden Bestie nicht, dass sie nichts mehr hörte. Hey, was ist los? Hat es euch die Sprache verschlagen? Seid ihr so geschockt, dass ihr nicht mehr reden könnt? Keine Sorge, wir sind noch da, erklärte ich mit normal klingender Stimme. Aber ihr seid geschockt, oder? Begeistert jedenfalls nicht. Klar, Sinclair, das muss auch so sein, wenn man bedenkt, dass ihr euch das selbst zuzuschreiben habt. Es hätte alles anders kommen oder beim Alten bleiben können. Jeder von uns wusste, was sie mit dieser Erklärung gemeint hatte. Sie hatte als Blutsaugerin auf unserer Seite gestanden, ohne von uns voll akzeptiert zu werden. Aber wir hatten ihre Hilfe manchmal auch gern in Anspruch genommen, das stand fest. Nur war das auf Dauer kein Zustand gewesen. Feinde, die so verschieden wie Feuer und Wasser waren, konnten nicht auf einer Seite kämpfen. Es sei denn die negative Person wandelte sich, was Justine nicht konnte. Sie war ein Vampir. Und das würde sie auch immer bleiben, bis zu ihrer endgültigen Vernichtung. Als Vertreter des Gesetzes war ich gezwungen, sie zu jagen. Das war Suko und mir von oberster Stelle aufgetragen worden. Es hatte sich nämlich herumgesprochen, wer auf unserer Seite stand, und das konnte nicht länger akzeptiert werden. Diese Tatsache war auch der Cavallio bekannt, und sie hatte daraus ihre Konsequenzen gezogen. Frag sie, was mit Johnny ist, flüsterte Bill mir zu. Verdammt, das will ich wissen. Bill hatte zwar leise gesprochen, aber nicht so leise, als dass Justine ihn nicht verstanden hätte oder zumindest Fragmente seiner Frage. Hey, hat Connolly Angst? Ich will wissen, wo Johnny steckt schrie Bill und sprang zugleich von seinem Stuhl hoch. Oh, er befindet sich in guten Händen, das kann ich dir versprechen. Zwei Freunde von mir passen auf ihn auf. Sie sind sogar in seinem Alter. Ich bin sicher, dass sie sich später gut verstehen werden. Im Moment hat er noch Probleme damit. Bill hatte zugehört und beherrschte sich nur mühsam. Am liebsten hätte er seine Wut und seinen seelischen Schmerz herausgeschrien. Es war ein kleines Wunder, dass er sich zusammenriß. Als er seine Frage stellte, erkannten er und wir seine Stimme nicht mehr. So fremd war sie geworden. Wo kann ich ihn finden? Justine lachte nur. Ich will mit ihm reden, verdammt. Gib mir die Chance, Justine. Du kannst mit ihm reden, Connolly, allerdings später. Dann wird er euch sogar besuchen. Bill wollte etwas antworten. Er schaffte es nicht. Er stand da, er schnappte nach Luft, als wäre ihm der Hals zugedrückt worden. Dann ließ er sich langsam zurücksinken und schlug die Hände vor sein Gesicht. Auch in mir sah es nicht eben fröhlich aus. Ein wahnsinniger Zorn war in mir hochgestiegen. Ich kannte die Cavallio am besten von uns allen. Ich wusste, dass sie brutal vorgehen würde. Das hatte ich schon oft genug erlebt. Ich versuchte es mit einem Vorschlag. Okay, du hast uns gesagt, wie es aussieht und dass wir nicht viel unternehmen können. Trotzdem solltest du dir meinen Vorschlag anhören. Bin ganz ohr, John. Wie wäre es mit einem Tausch? In den nächsten Augenblicken schwieg sie, um dann zu fragen, was meinst du damit? Du lässt Johnny frei. Haha, und dann? Stelle ich mich als Geisel zur Verfügung. Das wäre auch nicht schlecht, oder? Justine schwieg. Ich hörte sie nicht atmen, denn das brauchte sie nicht. Dann lachte sie los. Diesmal hörte es sich noch schriller an. Für mich stand schon jetzt fest, dass sie darauf nicht eingehen würde, und das bekam ich auch Sekunden später zu hören. Glaubst du wirklich an das, was du gesagt hast? Ich habe euch doch gesagt, dass ich langsam anfange. Zuerst Johnny, den habe ich schon. Danach seid ihr an der Reihe. Aber ich werde euch nicht sagen, wen ich mir zuerst holen werde. Und es gibt auch keine konkreten Zeitspannen. Es kann Tage dauern, aber auch Monate. Vielleicht sogar ein Jahr oder mehr. Ihr aber müsst immer daran denken, dass euch jemand im Nacken sitzt. Ja, so ist es, und das wird auch so bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr noch eine ruhige Minute haben werdet bei dem Gedanken, dass ich euch immer unter Kontrolle habe. So sieht die neue Zeit aus, auch das neue Jahr. Das solltet ihr euch immer vor Augen halten. Ich zeigte mich nicht mal enttäuscht. Es war trotzdem einen Versuch wert gewesen, um so etwas mehr über ihre Pläne zu erfahren. Und die sahen beileibe nicht gut für uns aus. Bist du jetzt enttäuscht, John? Nein, ich wollte nur etwas wissen, und das ist jetzt der Fall. Es geht schon in Ordnung. Sehr schön. Sie wechselte das Thema. Meine beiden jungen Freunde finden Johnny übrigens toll. Sie haben gar nicht gewusst, dass es so einfach war, an ihn heranzukommen. Und sie freuen sich auch darauf, dass sie bald zu dritt sein werden. Sie wollen Johnny gerne in ihrem Kreis aufnehmen, was ich ihnen erlaubt habe, denn ich werde auf sein Blut verzichten. Die letzten Worte waren zu viel für Bill Connolly. Er konnte nicht mehr an sich halten und fegte wie ein Irrwisch mit hochrotem Gesicht von seinem Stuhl hoch. Bevor ich mich versah, hatte er mir das Handy aus der Hand gerissen und gegen sein Ohr gepresst. Dann fing er an zu sprechen. Das war kein normales Reden, sondern eine Mischung aus Flüstern und Schreien. Gib mir meinen Sohn zurück, du verfluchte Bestie! Ich werde dich jagen, ich werde alles dransetzen, um dich zu vernichten. Ich will, dass du verbrennst und nur noch Asche von dir zurückbleibt, die in alle Richtungen verstreut wird. Hast du gehört? Klar, Bill, klar. Ich habe alles gehört und es hat mich amüsiert. Es amüsiert mich immer, wenn ich mit Verlierern spreche. Du musst dich nicht grämen, fuhr sie in einem bedauerlichen Tonfall fort. Er wird ja zu dir und deiner Frau zurückkehren. Ich kann dir den Zeitpunkt nicht sagen, aber als Eltern sollte dir immer bereit sein. Das war zu viel für Bill, den ich als einen harten Burschen kannte. Wir hatten viele gefährliche Situationen überstanden, aber jetzt, wo nichts passierte, fühlte Bill sich überfordert. Das konnte er nicht verkraften. Sein Arm war wieder nach unten gesunken, die Hand, die das Telefon hielt, zitterte. Ich nahm das Handy an mich. Bill drehte sich zur Seite und streckte seine Arme vor. Mit den Handballen stützte er sich an der Kante des Schreibtischs ab. Bist du noch da, Justine? Sicher. Und Bill amüsiert mich. Ich kann mir denken, wie es in ihm aussieht. Okay, die Fronten sind also klar. Ich kenne dich, Justine, oder glaube dich zu kennen. Umso verwunderter bin ich, dass du dich an einer wehrlosen Person vergreifst. Das ist feige. Du hättest es mit Suko und mir probieren können. Das hast du nicht getan, und ich denke, dass du deine Gründe dafür gehabt hast. Kann man so sagen. Man fängt ja immer klein an und arbeitet sich dann hoch. Noch einmal, John Sinclair. Ich habe Johnny. Und ich werde ihn euch schicken. Bis später. Sie hatte nicht geblöfft und unterbrach die Verbindung. Es wurde still. Ich schwitzte und hatte das Gefühl, den Apparat kaum mehr halten zu können. Als ich einen Blick zur Tür warf, stand dort noch immer Glenda Perkins. Auch sie war totenbleich geworden und nicht in der Lage, auch nur ein Wort zu sagen. Justin Carvalho hatte es tatsächlich geschafft, uns in eine Lähmung zu versetzen. Johnny hatte einmal getreten. Und das wiederholte er jetzt. Diesmal hatte er sich ein anderes Ziel ausgesucht. Ihm kam dabei entgegen, dass Elton ihm keine große Gegenwehr zutraute. Da hatte Johnny schon gut geschauspielert. Sein Tritt traf Marlowe zwischen die Beine. Wäre er ein Vampir gewesen, er hätte keinen Schmerz verspürt. Aber das war er nicht, sondern ein Mensch, und dieser gezielte Tritt ließ ihn aufheulen. Zugleich taumelte er weg von Johnny. Er hatte Mühe, seine Schmerzen unter Kontrolle zu bringen, was ihm auch nicht ganz gelang, denn aus seinem Mund drangen zischende Laute, vergleichbar mit denen einer Schlange. Johnny wusste, dass er Elton nicht außer Gefecht gesetzt hatte. Er würde sich wieder erholen. Auch wenn er jetzt gekrümmt dastand und beide Hände auf die getroffene Stelle gepresst hatte, er heulte. Tränen waren ihm in die Augen geschossen. Er bewegte seine Lippen, ohne etwas zu sagen. Johnny war bereits aufgestanden. Ein wenig zu heftig. Als ihm für einen Moment schwindelig wurde, da merkte er schon, dass er noch nicht ganz wieder okay war. Darauf konnte er keine Rücksicht nehmen. Er musste von hier verschwinden. Die Chance der offenen Tür würde sich ihm nicht noch einmal bieten. Er lief darauf zu. Hinter ihm schrie und fluchte Marlowe, was ihn nicht störte. Johnny riss die Tür auf und konnte zum ersten Mal einen Blick nach draußen werfen. In eine Gegend, die er nicht kannte. Es war auch nicht weiter tragisch. Er stellte nur fest, dass die Nacht von einem trüben Tag abgelöst worden war. Johnny übersprang die Schwelle. Er lief ins Freie, und was er sich vorgestellt hatte, war tatsächlich Realität. Er hatte in einer Blockhütte gelegen, und die stand in einer recht einsamen Gegend. In den folgenden Sekunden orientierte er sich. Dazu musste er stehen bleiben, denn er konnte nicht einfach losrennen. Neben der Hütte sah er einen Hochsitz für Jäger. Und der wiederum stand dicht am Waldrand. Nach vorn hin war das Gelände übersichtlich, eine Weidefläche, auf der noch schmutzige Schneeinseln lagen. Johnny glaubte auch, weit vor sich ein graues Band zu erkennen, das konnte durchaus eine Straße sein. Wenn das zutraf, dann führte sie durch die Einsamkeit und würde nur wenig befahren sein. Er fragte sich, wie man ihn hergeschafft hatte. Bestimmt nicht getragen. Sina und Elton mussten ein Fahrzeug gehabt haben, und danach hielt Johnny Ausschau. Im Moment sah er nichts. Er hörte nur hinter sich Elton Marlows Wutschrei. Johnny war ein paar Meter von der Hütte weggelaufen. Er drehte sich jetzt kurz um, und ein Blick reichte ihm. Marlow hatte sich wieder gefangen. Er litt noch immer unter Schmerzen, und es sah ungelenk aus, wie er auf die Tür zulief. Sein Körper schwankte dabei von einer Seite zur anderen, aber er schaffte es, sich auf den Beinen zu halten. Für Johnny gab es zwei Möglichkeiten. Zum einen konnte er sich auf einen Kampf mit Elton einlassen und darauf setzen, ihn zu gewinnen, was Zeit kosten würde. Zum anderen stand ihm der Fluchtweg offen. Es reizte ihn schon, die Straße zu erreichen, denn in seinem Zustand würde Elton schlecht laufen können. Zumindest würde er nicht so schnell sein wie Johnny. Er entschied sich für die zweite Möglichkeit. Aus dem Stand rannte er los. Und schon nach wenigen Metern hörte er die Stimme hinter sich, die sich beim Schreien beinahe überschlug. Ich kriege dich noch, du verdammter Hundesohn! Du kannst mir nicht entkommen, du nicht! Es war Johnny egal, was jemand hinter ihm her schrie. Er wollte so schnell wie möglich weg. Und setzte dabei auf seine gute Kondition. Das war die eine Sache. Es gab auch noch eine zweite. Denn bei jedem Aufsetzen einer seiner Füße spürte Johnny die Stiche, die durch seinen Kopf stachen. Das hinderte ihn nicht daran, seine Flucht fortzusetzen. Die Strecke war auch klar. Er musste nur geradeaus laufen und würde irgendwann das graue Band der Straße erreichen. Johnny war kein Roboter. Er hatte sich nach dem Start zu viel zugemutet und musste nach einer Weile langsamer werden, sonst würde er zusammenbrechen. In seinem Kopf tuckerte es nach wie vor. Die Stiche nahm er wie Hitze wahr oder wie scharfe Messerklingen, die durch sein Gehirn schnitten. Hinzu kam die Beschaffenheit des Untergrunds. Aufgrund der Schneeschmelze war er weich geworden und keine ideale Unterlage für ein schnelles Laufen. Johnny schaffte es auch nicht immer, den Schneeresten auszuweichen, er musste hindurch, was ihn Zeit kostete. Er lief langsamer, er hielt den Mund weit offen, er saugte die kühle Luft ein. Seine Beine waren schwer geworden, und Johnny war klar, dass er eine Pause brauchte. Er lief langsamer, dann stoppte er. In seinen Ohren rauschte das Blut. Er beugte sich vor und legte beide Handflächen flach gegen die Knie. In dieser Haltung wollte er bleiben und neue Kraft finden, um die Straße in einem zweiten Anlauf zu erreichen. Ihm war klar, dass er sich keine zu lange Pause gönnen durfte. Trotz seines Handicaps würde dieser alten Marlow nicht aufgeben. Das war er sich einfach schuldig. Durch das Rauschen in seinem Kopf hatte Johnny keine anderen Laute mitbekommen. Er musste zurückschauen und herausfinden, was mit Marlow los war. Er sei nicht. Sein Blick fiel nur auf die Hütte, deren Eingangstür offen stand. Von Elton keine Spur. Johnny dachte daran, dass er möglicherweise doch härter erwischt worden war, als er gedacht hatte, und er sich noch erholen musste. Das allerdings blieb ein Wunschtraum. Denn plötzlich war der Verfolger da. Nur anders, als es sich Johnny vorgestellt hatte. Er hatte an ein Fahrzeug gedacht, obwohl er keines gesehen hatte. Jetzt begriff er, wo es gestanden hatte. Versteckt hinter der Blockhütte. Es schoss hinter ihr hervor. In dieser Umgebung kam es Johnny vor wie ein Raubtier aus Metall, das jetzt Kurs auf ihn nahm. Johnny stand mitten in der Pampa und wusste, dass es keine Deckung für ihn gab. Der einzige Schutz war der Wald nahe der Hütte. Dort konnte er nicht hin. Er hätte wieder zurücklaufen müssen, also weiter nach vorn. Ich gegen den Wagen, dachte Johnny, ein verdammt ungleiches Verhältnis. Es war kein Geländefahrzeug, sondern ein alter Benz mit einer breiten Kühlerhaube. Die Farbe war mal gelblich gewesen, jetzt war die Karosserie von einem Schmutzfilm überzogen und das Licht der Scheinwerfer nur schwach zu erkennen. Johnny rannte. Der Wagen würde immer schneller sein als er, und er würde ihn erwischen, noch bevor er die Straße erreichte. Auf keinen Fall wollte er sich von ihm auf die Hörner nehmen lassen. Es würde ein Katz- und Mausspiel werden, das war Johnny schon klar. Er lief. Es war jetzt mehr ein Trab. Und er war froh, dass sein Blut nicht mehr in den Ohren rauschte. Die kleine Pause hatte ihm gut getan. Bisher hatte er bei seiner Flucht nur sich selbst gehört. Das änderte sich jetzt, denn der Mercedes wurde von keinem lautlosen Motor angetrieben. Es war ein älteres Modell, zu dem ein Diesel, und der war zu hören. Er war die Peitsche, die dafür sorgte, dass er immer weiter lief. Aber der Wagen kam näher. Johnny hörte es, und er konnte nicht nur immer nach vorn schauen. Er musste auch sehen, was hinter ihm geschah und wie weit der Verfolger noch von ihm entfernt war. Im Laufen drehte sich Johnny um. Langes Schauen konnte er sich nicht leisten. Ein schneller Blick reichte ihm, um zu erkennen, dass auch sein Verfolger Probleme mit dem feuchten und glatten Untergrund hatte. Es war für den Fahrer so gut wie unmöglich, den Benz in der Spur zu halten. Er hatte trotzdem seinen Spaß, denn er hatte gesehen, dass Johnny sich nach ihm umschaute. Deshalb winkte er ihm zu. Da die Scheiben nicht getönt waren, sah Johnny diese Bewegung. Er rannte weiter. Das heißt, es war kein Rennen mehr. Johnny bewegte sich viel langsamer als noch zu Beginn der Flucht. Seine Augen waren nach vorn gerichtet. Die Straße war sein Ziel, die er erreichen musste und jetzt erkannte, dass er es nicht mehr schaffen konnte. Also musste sich Johnny etwas anderes einfallen lassen. Er lief noch ein paar Schritte weiter und drehte sich dabei um, sodass er den Mercedes jetzt von vorn sah. Er rutschte und fuhr auf ihn zu. Johnny konzentrierte sich nicht mehr auf den Fahrer. Der Wagen selbst war für ihn wichtig, denn er wollte nicht, dass er gerammt wurde. Er musste den Zeitpunkt des Ausweichens genau timen. Reagierte er zu früh, würde Elton noch nachlenken können, um ihn dann zu überrollen. Johnny wartete ab. Auch sein Verfolger war nervös. Er kam mit der Schaltung und dem Gasgeben nicht zurecht. Johnny hörte, wie der Motor regelrecht aufheulte, und einen Moment später rutschte der Wagen direkt auf ihn zu. Jetzt weg. Johnny hoffte, dass er auf dem glatten Boden gut wegkam und nicht abrutschte. Er warf sich nach rechts, behielt den Blick auf den Wagen gerichtet, der auch nach rechts gelenkt wurde, aber zu zackig und zu heftig. Er geriet ins Rutschen. Die Reifen griffen nicht mehr, und als Johnny auf dem Boden lag, dabei weich gefallen war und sich umdrehte, da sah er, dass der Mercedes an ihm vorbeiglitt. Er hatte einen ersten Erfolg erzielt wusste aber auch, dass Elton nicht aufgeben würde. Der Wagen war herumgeschlittert. Er stand jetzt mit der Schnauze in Richtung Wald. Johnny war klar, dass Elton ihn noch wenden musste, wenn er eine erneute Verfolgung aufnehmen wollte, und das würde ihm Zeit geben. Einmal war er dem Fahrzeug entkommen. Beim zweiten Mal würde sich Elton schlauer anstellen. Deshalb musste Johnny seinen Plan ändern dass er es nicht bis zur Straße schaffen würde, lag auf der Hand. Er musste hier und jetzt eine Entscheidung herbeiführen. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Elton war dabei, das Auto zu wenden. Der alte Benz tat sich schwer auf dem Boden. Aus seinem Auspuff drangen dunkle Wolken, der Motor drehte hochtourig, und Johnny sagte sich, dass seine Chancen gar nicht mal so schlecht standen. Er musste nur stets hinter dem Fahrzeug bleiben. Aber er dachte auch daran, dass sich ihm eine Möglichkeit zur Flucht aufgetan hatte. Selbst mit dem Wagen zu fliehen, so musste es gehen. Elton Marlowe war zu sehr mit sich und seiner Aktion beschäftigt, er hatte das Fahrzeug noch nicht in die entsprechende Richtung bringen können, und Johnny tat ihm nicht den Gefallen, sich vor den Benz zu stellen. Johnny glaubte nicht, dass die Autotüren verschlossen waren, und deshalb sah er für sich auch Chancen. Alles musste blitzschnell gehen. Und Johnny handelte. Er visierte die rechte Fahrerseite des Autos an. Er glaubte nicht, dass Elton ihn im Rückspiegel beobachtete. Dafür war er viel zu beschäftigt. Und so riskierte Johnny es. Er war so schnell, wie er sein musste, rutschte auf die rechte Seite zu und war an der Tür, bevor der Benz eine neue Richtung erreicht hatte. Die Tür war nicht verschlossen. Johnny hatte den Griff zu fassen bekommen, und riss die Tür mit einem heftigen Ruck auf. Mit dieser Aktion hatte er Elton Marlowe total überrascht. Der Blonde drehte den Kopf. Er sah, dass Johnny sich an dem fahrenden und rutschenden Mercedes festklammerte. Dafür hatte er sich die Tür ausgesucht, deren oberen Rand er nicht losließ. Elton brüllte vor Wut. Johnny gab nicht auf. Er würde wie eine Klette sein, auch wenn Elton mehr Gas gab. Das tat er nicht. Er war von der Attacke so sehr überrascht worden, dass er nicht daran dachte. Er beugte sich nach rechts. Das war möglich, weil er nicht angeschnallt war. Er wollte mit der ausgestreckten Hand Johnny packen und wegstoßen. Dabei rutschten seine Füße von den Pedalen weg. Der Mercedes wurde nicht mehr angetrieben. Er hoppelte über die Strecke und dann wirkte Marlow den Motor ab. Der Benz stand. Das war Johnnys große Chance. Er war darauf eingestellt, Elton nicht. Und so packte er zu und bekam Eltons Hals zu fassen. Zwar hatte der Fahrer versucht, dem Griff zu entgehen, doch das schaffte er nicht mehr. Johnny schrie, als er Eltons Hals zudrückte und sich dabei nach hinten warf. Er wollte Marlow aus dem Wagen haben, und das gelang ihm auch. Beide fielen zu Boden, weil Johnny wegrutschte. Marlow landete auf ihm, doch blitzschnell, Wuchtete Johnny den Körper zur Seite, so sodass er neben ihm lag. Der Griff um den Hals war kein Spaß für Elton gewesen. Ihm war für eine gewisse Zeit die Luft genommen worden und daran hatte er zu knacken. Nicht so Johnny Connolly. Er war jetzt in Form. Er hatte den richtigen Antrieb. Er würde das durchziehen, was er sich vorgenommen hatte. Kroch auf Elton zu, der noch immer nach Luft schnappte, und riss ihn hoch. Elton schwankte in Johnnys Griff. Aber er wehrte sich und versuchte es mit einem Tritt, der Johnny nicht dort traf, wo es ihm wehgetan hätte, sondern am linken Oberschenkel. Du Scheißkerl, schrie Johnny ihn an, du verdammter Scheißkerl. Er wuchtete ihn herum und schleuderte ihn gegen die Karosserie des Autos. Es gab einen dumpfen Laut, und dann noch einen, als Elton mit dem Hinterkopf gegen das Blech prallte. Elton jammerte, er fluchte auch, aber er gab nicht auf. Er versuchte Johnny wieder mit einem Tritt zu erwischen, was ihm jedoch nicht gelang. Dafür spuckte er Johnny ins Gesicht, der so etwas ganz und gar hasste. Er löste eine Hand von Elton und rammte ihm die Faust in den Magen. Marlow grunzte. Er sackte zusammen und Johnny dachte daran, dass er normalerweise kein brutaler Schläger war, aber das hier war etwas anderes. Elton hätte eiskalt zugesehen, wie er von der Vampirin Sina ausgesaugt worden wäre. Er hätte seinen Spaß daran gehabt, Johnny zu einem Vampir werden zu lassen. Da war Rücksicht fehl am Platze. Er ließ den Blonden los, der gar nicht mehr so toll aussah, vor Johnny zusammensackte und gekrümmt auf dem nassen Erdboden liegen blieb. Für Johnny Connolly gab es Gelegenheit, mal wieder eine Pause einzulegen und Luft zu holen. Er spürte auch, wie mitgenommen er war, denn die Umgebung verschwamm vor seinen Augen. Er lehnte sich mit dem Rücken gegen den Benz und atmete tief durch. Er hatte Glück gehabt. Und er war sogar im Besitz eines Autos, mit dem er seine Flucht fortsetzen konnte. Aber es gab auch ein Problem. Elton hatte noch eine Komplizin. Diese Sina Wang. Sie war eine Blutsaugerin. Nur war sie im Moment nicht zu sehen. Und das war nicht alles. Johnny wusste auch, wer im Hintergrund die Fäden zog. Und als ihm der Name Justine Carvalho in den Sinn kam, spürte er den kalten Schauer auf seinem Rücken. Dieses Weib war brandgefährlich und gnadenlos und kaum zu töten. Durch ihn erst recht nicht. Er wollte ihr auf keinen Fall begegnen. Er musste seine Chance nutzen, solange sie nicht zu sehen war. Elton Marlowe hockte noch immer auf dem Boden. Johnny bückte sich und zog ihn hoch. Er saß ihm an, dass er nicht daran dachte, sich zu wehren. Johnny drückte ihn gegen die Wagenseite. Er schaute in das schmutzige und auch nasse Gesicht des jungen Mannes und fuhr ihn mit einer harten Stimme an. So, und jetzt will ich von dir wissen, was hier gespielt wird. Ja, hör zu. Ja, keuchte Elton. Aber du hast noch längst nicht gewonnen. Denk nur das nicht. Du gewinnst nicht gegen uns. Das kann ich dir schwören. Johnny achtete nicht auf das Gerede und fragte. Wo steckt deine Freundin? Elton lachte und hustete zugleich. Was willst du denn von ihr? Soll sie dein Blut trinken? Ich will wissen, wo sie sich aufhält. Keine Ahnung. Tatsächlich? Sie ist weg. Und wohin? Sie hat sich versteckt. Du weißt doch, dass sich die Vampire nicht gern am Tag bewegen. Da gibt es zwar auch Unterschiede, aber sie mag mehr die Dunkelheit. Die gibt es hier nicht. Doch. Dann sag mir wo. Im Wald. Sie ist in den Wald gelaufen. Dort will sie die Zeit abwarten. Wenn es dunkel ist, dann wird sie wieder erscheinen und sich mit dir beschäftigen. Das kann sie sich jetzt abschminken. Elton Marlowe zwinkerte. Was hast du denn jetzt vor? flüsterte er. Ich werde hier verschwinden. Den Wagen habe ich ja. Und damit habe ich ein Problem weniger. In Marlos Augen funkelte es. Du willst mich also hier zurücklassen? Möchtest du das denn? Du wirst es nicht tun. Genau das. Ich werde dich mitnehmen und ich kenne Menschen, die sich bestimmt darüber freuen, wenn sie dich sehen. Dann kannst du ihnen einige Fragen beantworten. Ich will aber nicht mit dir. Johnny hatte sich die Antwort angehört und die entnommen, dass Elton noch nicht aufgegeben hatte und sich bei ihm ein gewisser Widerstand regte. Noch war er nicht fit, und genau das wollte Johnny ausnutzen. Er sagte nichts mehr, er handelte, und überraschte Elton mit dieser Aktion. Er drehte ihn auf der Stelle herum und wuchtete ihn mit der Vorderseite gegen den Wagen. Elton beschwerte sich. Da hatte Johnny in seinem Rücken bereits die Hand gekrümmt. Er dachte daran, was ihm Suko in zahlreichen Trainingsstunden an Kampftechniken beigebracht hatte. Johnny hatte seine Kenntnisse nicht oft anwenden müssen, aber er hatte auch nichts vergessen. Elton Marlowe kam nicht mehr dazu, noch etwas zu sagen. Möglicherweise spürte er noch den Luftzug in Nackenhöhe, das war auch alles. Dann traf ihn der Hieb. Johnny hatte hart und zielgenau zugeschlagen. Elton Marlowe bäumte sich für einen Moment auf, bevor er einen Seufzer von sich gab und zusammenbrach. Johnny stöhnte auf. Er hatte Elton ausgeschaltet, doch es kam ihm noch jetzt wie ein kleines Wunder vor, dass der Schlag so präzise getroffen hatte. Er wusste auch, wie gefährlich die Treffer sein konnten. Deshalb fühlte er nach, ob Marlow noch lebte. Ja, das war der Fall. Der Schlag hatte ihn nur ins Reich der Träume geschickt. Zeit konnte Johnny sich nicht nehmen. Er wollte auch nicht nach Sina Wang suchen, sondern so schnell wie möglich von hier verschwinden. Er wusste nicht, wo er sich befand. Er musste die Straße erreichen und in irgendeine Richtung fahren, denn irgendwann würde er auf ein Hinweisschild treffen, das ihm seinen weiteren Weg wies. Johnny schaffte es mit großen Mühen, den Blonden, der jetzt kein Schönling mehr war, auf den Rücksitz zu verfrachten und die Tür zuzuschlagen, nachdem er Eltons Beine angewinkelt hatte. Bevor er einstieg, warf er einen letzten Blick in die Runde. Es hatte sich nichts verändert. Er sah die Blockhütte, auch den Hochstand daneben und den Wald dahinter, der in dieser Jahreszeit seine Dichte verloren hatte. Wenn Sina Wang im Wald steckte und ihn beobachtete, war ihm das auch egal. Sie würde ihn nicht mehr aufhalten können. Dann fiel Johnny ein, nach seinem Handy zu suchen. Er klopfte mallos Taschen ab und fand nichts. So konnte er vergessen, seine Eltern zu alarmieren. Wenig später saß er hinter dem Lenkrad. Als er den Zündschlüssel berührte, huschte seit langer Zeit mal wieder ein Lächeln über sein Gesicht. Johnny drehte den Schlüssel. Der Motor sprang etwas unwillig an, aber er tat es. Sekunden danach war Johnny unterwegs und fuhr auf dem direkten Weg der schmalen Straße entgegen. Als Bill Connolly seine Hände vom Gesicht wegnahm und wieder aufblickte, da fragte er, haben wir noch eine Chance oder hat die Cavallo schon alles an sich gerissen? Eine Chance hat man immer, sagte Suko. Bill winkte ab. Das ist doch nur Gerede. Für uns sieht es nicht mehr als bescheiden aus. Das stimmt schon. Die Cavallo hat alle Trümpfe in der Hand. Sie kann agieren, sie kann uns auflaufen lassen. Sie kann sich an uns heranschleichen, ohne dass wir es merken. Und dann wird sie zuschlagen. Es gibt keine Partnerschaft mehr, Freunde. Es gibt nur den Hass. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und sie hat sich das schwächste Glied in der Kette ausgesucht. Sie wird ihm das Blut aussaugen und dann. Bills Stimme erstickte. Er konnte einfach nichts mehr sagen. Er war am Boden zerstört. Auch Suko und ich wussten keinen Rat. Es war alles verdammt verzwickt in dieser Situation. Die Cavaglio besaß einen Vorsprung, den wir nie aufholen konnten, das stand fest. Und sie kannte uns und unsere Arbeit. Sie hatte uns oft zur Seite gestanden und geholfen. Das konnte jetzt durchaus ein Nachteil für uns sein. Ich kann Johnny nicht erreichen", murmelte Bill. Keiner von uns weiß, wo er sich aufhält und ob er noch ein normaler Mensch ist und ob man ihn nicht schon zu einem Vampir gemacht hat, oder sehe ich das falsch? Ich wollte ihn beruhigen und erwiderte: "Noch ist nichts bewiesen, Bill. Ach hör auf, brauchen wir noch Beweise? Du kennst doch die Cavallo, sie ist eiskalt. Die lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Er ballte die rechte Hand zur Faust. Verdammt nochmal, warum ist das alles so gekommen? Hätte Justine nicht auf unserer Seite bleiben können? Das war nicht möglich, sagte ich leise. Der Druck kam von ganz oben, wo man einiges über sie erfahren hat. Sie hat einen Fehler begangen, sie ist durchgedreht. Sie hat zwei Frauen zu Vampiren gemacht und sie auf die Menschen losgelassen. Das ist bestimmten Personen und Stellen nicht verborgen geblieben. Kannst du das nicht ändern, John? Ich schüttelte den Kopf. Nein, Sir James ist verdonnert worden, und wir sind es auch. Bill ließ nicht locker. Was ist denn, wenn wir versuchen würden, einen heimlichen Burgfrieden mit ihr zu schließen? Das sollte man sich überlegen. Wenn sie es schafft, uns auszuschalten, dann ist wirklich alles vorbei. Ja, das sehe ich ein, Bill. Aber sie würde darauf nicht eingehen. Denn du darfst nicht vergessen, dass in ihr noch jemand steckt, der aus dem Reich des Spuks freigelassen wurde. Will Mallmanns Geist. Und so haben wir es nicht nur mit ihr, sondern indirekt auch mit Dracula II. zu tun. Er wird auf keinen Fall irgendwelche Kompromisse eingehen. Das kann ich dir schriftlich geben. Ja, ja, murmelte Bill nach einer Weile, daran habe ich nicht mehr gedacht. Und doch wird es weitergehen, mischte Suko sich ein. Das muss einfach so sein. Mit meinem veränderten Sohn, der plötzlich bei seinen Eltern erscheint und deren Blut trinken will? Noch haben wir den Beweis nicht. Ja, Suko, ja, aber du wirst mir zugestehen, dass ich eine wahnsinnige Angst um Johnny habe. Das haben wir wohl alle. Bill blickte auf seine Uhr. Ich sehe, dass wir hier nichts mehr machen können, und ich weiß auch, dass Sheila zu Hause wie auf heißen Kohlen sitzt. Deshalb werde ich jetzt zu ihr fahren. Willst du ihr alles erzählen? fragte ich leise. Bill überlegte nicht lange. Besser nicht. Ihre Sorgen sind schon groß genug. Ich will sie nicht noch mehr ängstigen. Das müsst ihr verstehen. Ich werde ihr erklären, dass mein Besuch bei euch mich nicht weitergebracht hat, und das wird sie wohl akzeptieren. Ja, tu das, sagte ich. Bill Connolly erhob sich mit einer schwerfälligen Bewegung. Er war ziemlich fertig. Die Sorge um seinen Sohn lastete wie ein schwerer Druck auf ihm. Als er das Büro verlassen wollte, musste er an Glenda vorbei, die sich ihm in den Weg stellte. Sie legte ihm beide Hände auf die Schultern. Bitte, Bill, sei nicht so niedergeschlagen. Denk lieber daran, was wir schon alles hinter uns gebracht haben. Das waren oft genug Fälle, die mehr als hoffnungslos wirkten, und letztendlich haben wir es doch immer geschafft. Bill lächelte verloren. Danke, Glenda, dass du mich aufmuntern willst. Du hast ja recht, was die Vergangenheit angeht. Aber die ist vorbei. Wir leben in der Gegenwart und schauen in die Zukunft, und in ihr kann ich nichts Positives entdecken. Tut mir leid. Aber du gibst doch nicht auf. Nein, das nicht. Ich will nur meinen Sohn zurückhaben, das ist alles. Das schaffen wir, Bill, ganz sicher. Es fragt sich nur, was dann aus ihm geworden ist. Aber danke, dass du mich trösten wolltest. Er sagte nichts mehr und hatte wenig später auch das Vorzimmer hinter sich gelassen. Zurück ließ er drei schweigsame Menschen, die sich im Moment keinen Rat wussten. Glenda wollte nicht mehr länger schweigen und fragte mit leiser Stimme, Können wir denn wirklich nichts machen? Nein, sagte ich. Wir haben nichts in der Hand. Es gibt keine Spur und keinen Hinweis darauf, wo Johnny sich aufhalten könnte. Alles war genau geplant, und durch seinen Auszug von zu Hause hat er der anderen Seite in die Hände gespielt. Dann müssen wir uns als Verlierer betrachten, stellte Glenda fest. Wollen wir das wirklich? Im Moment wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, erwiderte Suko und hatte mir damit aus dem Herzen gesprochen. Bill Connolly hatte seine Frau nicht angerufen und auch keinen Anruf von ihr empfangen. Er war auf dem Rückweg wie ein Träumer gefahren, mit seinen Gedanken ganz woanders. Dass er keinen Unfall gebaut hatte, kam ihm im Nachhinein, wie ein kleines Wunder vor. Das Tor zum Grundstück stand offen, und auch jetzt rollte Bill wie in Trance die Auffahrt hoch. Sheila hatte ihn bereits gesehen. Sie lief aus dem Haus und dorthin, wo Bill den Porsche vor der Doppelgarage stoppte. Schon beim Aussteigen hörte er die Frage seiner Frau: Und? Hast du positive Nachrichten? Bill schüttelte den Kopf. Aber du musst doch irgendwas getan haben. Du bist bei John und Suko gewesen. Sie wissen auch keinen Rat und sind so schlau wie wir. Mehr sagte Bill nicht. Er ging ins Haus, zog den Mantel aus und hängte ihn auf. Sheila war ihm gefolgt und schloss die Tür. Können wir trotzdem ein Fazit ziehen? Bill nickte. Ja, das können wir. Aber es wird alles andere als positiv ausfallen. Niemand weiß, wo Johnny sich aufhält. Er wurde entführt, und das war es. Oder hat sich jemand bei dir gemeldet? Hat er nicht. Dann stecken wir alle in einer aussichtslosen Situation, muss ich dir leider sagen. Das ist uns schon oft passiert, Bill. Wir sind immer wieder herausgekommen und jetzt. jetzt sieht es danach aus, als wären unsere Chancen gleich null. Das sagen auch John und Suko. Sheila kämpfte mit den Tränen. Sie brauchte jetzt einfach einen Halt und umarmte ihren Mann, der ebenfalls Mühe hatte, die Tränen zurückzuhalten. Aber auch jetzt dachte er nicht daran, Sheila die ganze Wahrheit zu sagen. Er hörte nur ihre leise Stimme. Ich habe schreckliche Angst um Johnny. Ich auch, Sheila, ich auch. Johnny konnte ein Auto lenken. Das war kein Problem. Doch eine derartige Strecke war er noch nie gefahren. Jetzt erlebte er am eigenen Leib die Probleme, mit denen auch Elton zu tun gehabt hatte. Auf dem feuchten, glitschigen Boden war der schwere Benz kaum in der Spur zu halten. Des Öfteren drehten die Reifen durch, dann rutschte das Fahrzeug auch immer wieder weg, aber Johnny blieb nicht stecken. So tief war der Boden nicht. Nur die Schneereste bereiteten ihm noch Probleme. Er musste die Straße erreichen, er musste weg aus dieser Einsamkeit, die hoffentlich nicht zu weit von den ersten Vororten der Riesenstadt London entfernt lag. Und er hoffte auch, dass sich am Ende des Geländes kein Graben befand, der ihn stoppen würde. Zu sehen war er jedenfalls nicht. Johnny saß konzentriert hinter dem Lenkrad, das er mit beiden Händen umklammert hielt. Er musste es schon stärker festhalten als gewöhnlich, um den Mercedes wenigstens etwas zähmen zu können. Er dachte auch an seine Fracht auf dem Rücksitz. Elton Marlowe war zwar bewusstlos, aber Johnny wusste nicht, wie lange der Zustand anhalten würde. Wenn er zu früh erwachte, konnte er ihm große Schwierigkeiten machen. Am liebsten hätte Johnny ihn gefesselt, aber er trug keine Handschellen bei sich und auch keine Stricke, die er um die Gelenke hätte drehen können. Und so konzentrierte er sich auf die Fahrerei, wobei er auch nicht vergaß, hin und wieder einen Blick in den Innen- und Rückspiegel zu werfen, da er eventuelle Verfolger nicht vergessen hatte. Aber er hatte Glück. Es tauchte nichts Verdächtiges auf, so dass er sich weiterhin auf das normale Fahren konzentrieren konnte. Und das näherte sich dem Ende. Er sah bereits die Stelle, wo das Gelände unterbrochen wurde. Die Straße war trocken. Schneereste gab es nicht auf ihr. Nur an den Rändern lagen noch einige große Haufen, die Johnny allerdings ignorieren konnte. Gab es den Graben? Er spürte den Hitzeschwall, der ihm bei diesem Gedanken durch den Kopf schoss und richtete sich hinter dem Lenkrad so weit auf wie möglich, um eine bessere Sichtperspektive zu erhalten. Er sah das Ende der Fläche und den glatten Übergang. Ein lauter Erleichterung löste sich von seinen Lippen. Das Glück stand in diesem Fall auf seiner Seite. Jetzt musste er sich nur noch entscheiden, in welche Richtung er fahren wollte. Es war sein Pech, dass er von der Herfahrt nichts mitbekommen hatte. Johnny hielt auch erst an, als er auf der Straße stand. Jetzt lag der graue Asphalt unter den Reifen. Sie würden einen besseren Griff bekommen, und da spielte es eigentlich keine Rolle, in welche Richtung er den Benz lenkte. Trotzdem schaute er nach links, dann auch nach rechts. Nach beiden Seiten führte die Straße ins Leere. Zumindest hatte er den Eindruck. Und ihm fiel noch etwas auf. Der starke Frost in den letzten Wochen hatte der Fahrbahn nicht gut getan. Sie enthielt Risse und manchmal auch Löcher, die sogar recht tief waren. Eine Tortur für die Stoßdämpfer. Er musste sich entscheiden und gab sich selbst den Befehl mit leiser Stimme. Nach rechts. Johnny hatte den alten Diesel leise tuckern lassen. Jetzt drehte er das Steuer. Die Reifen bekamen Griff. Er startete und ihm fiel ein Stein vom Herzen. Es gab nur diesen einen Weg. Abzweigungen waren weder rechts noch links zu sehen. Er musste geradeaus fahren. Ihm war auch längst klar geworden, dass diese nicht allzu breite Straße wenig befahren war. Er hatte bei seiner ganzen Aktion nicht ein einziges Mal einen anderen Wagen vorbeifahren gesehen. Vor ihm lag die leicht wellige Landschaft. Johnny fuhr zügig, aber er raste nicht. Zudem war ihm der Wagen fremd. Und er dachte immer wieder an Elton Marlowe auf dem Rücksitz. Auch der Gedanke an dessen Partnerin ließ ihn nicht los. So toll diese Sinawang auch aussah, sie war kein normaler Mensch, sondern eine gefährliche Blutsaugerin. Er ging davon aus, dass die Cavallo sie dazu gemacht hatte, und wenn Johnny an sie dachte, überkam ihn ein böses Gefühl, das von einem schweren Magendrücken begleitet war. Er hörte das Schmatzen der Reifen auf dem Asphalt. Er sah über sich den trüben Himmel und war froh, dass es nicht regnete. Nur eine Ortschaft wollte sich nicht zeigen. Dafür aber tauchte etwas anderes vor ihm auf. Eine Kreuzung. Johnny lachte. Plötzlich fühlte er sich besser und beinahe wie ein Sieger. Kreuzungen waren gut. An ihnen standen Hinweisschilder. Und so war es auch in diesem Fall. Er rollte langsam an die Kreuzung heran, stoppte und schaute sich die Schilder an. Geradeaus führte der Weg nach Greenwich. Waren noch zehn Meilen. Johnny wusste, dass man den berühmten Ort durchaus zu London zählen konnte, auch wenn er mehr am Speckgürtel lag. Nach rechts oder nach links? Johnny hatte eigentlich nicht mehr hinschauen wollen, weil er sich schon für Greenwich entschieden hatte, aber er änderte seine Meinung schnell. Nicht weit von der Kreuzung entfernt sah er die Häuser einer kleinen Ortschaft. Und ihm fiel ein Fahrzeug auf, das sich aus dieser Richtung näherte. Es war ein Möbelwagen, der bald an ihm vorbeibrauste. Ihm folgten zwei Trecker, die sehr langsam fuhren und Wagen hinter sich herzogen, die nicht beladen waren. Johnny kaute auf seiner Unterlippe und dachte nach. Er konnte nach Greenwich fahren, der Ort war größer, aber das Kaff rechts von ihm lockte ihn mehr. Das würde er schneller erreichen und dort würde er auch ein Telefon finden. Also nach rechts. Johnny gab wieder Gas. Der Mercedes tat seine Pflicht und Johnny war froh, sich auf das alte Modell verlassen zu können. Er wusste noch immer nicht, wo er sich aufhielt und hoffte, auf ein Schild mit dem Namen der Ortschaft zu treffen. Sein Wunsch erfüllte sich. Welling stand auf dem Schild. Na bitte, flüsterte Johnny. Geht doch. Er würde auch froh sein, wenn er die Fahrerei hinter sich hatte. Sie war schon anstrengend gewesen, denn noch immer war sein Kopf nicht klar. Zwar spürte er keine Schmerzen mehr, doch ein leichter Druck war immer noch vorhanden, was ihm unangenehm war. Er rollte auf Welling zu, sah ein paar einzelne Häuser rechts und links der Straße stehen und auch die Autos, die davor abgestellt waren. Eins fiel besonders auf, weil es groß war: das Lagerhaus einer bekannten Möbelfirma, die ihre Produkte zu Tiefstpreisen anbot. Dort rollte er vorbei und in den Ort hinein, der an einem winterlichen Schlaf lag. Zumindest herrschte nur wenig Betrieb. Zwar fuhren auch Autos, aber Menschen sah er kaum auf den Straßen oder den schmalen Gehsteigen, die sie flankierten. Johnny suchte nach einem Parkplatz. Er musste telefonieren. Das war früher kein Problem gewesen, aber die schönen roten Zellen gab es in den kleinen Orten nicht mehr. Im Zeitalter der Handys war eben alles anders geworden. Eine Polizeistation sah Johnny auch nicht. Aber einen Platz in der Ortsmitte, der deshalb auffiel, weil sich dort ein Stück Mauer befand. Sie sah alt aus und ragte zur Hälfte aus der Erde. Bestimmt stammte sie noch aus der Römerzeit. Um die Mauer herum gab es genügend freie Plätze, wo Johnny den Wagen abstellen konnte, was er auch tat. Als das Geräusch des Motors verstummt war, blieb er zunächst sitzen, schloss die Augen und gönnte sich eine Pause. Zumindest die Hälfte der Strecke hatte er geschafft. Das glaubte er. Von nun an konnte es nur aufwärts gehen. Und er wollte so schnell wie möglich Kontakt mit seinen Eltern aufnehmen. Er wusste es zwar nicht, aber er ahnte, dass sie sich um ihn sorgten. Vielleicht waren sie in seine Wohnung gefahren, um zu erfahren, wie er die erste Nacht verbracht hatte. Bestimmt war seine Mutter gekommen, um nachzuschauen, denn sein Vater nahm die Dinge etwas lockerer. Er war nicht allein im Wagen, das fiel ihm jetzt ein. Auf dem Rücksitz lag Elton Marlowe. Und er würde dort auch liegen bleiben müssen, wenn Johnny den Wagen verließ. Er konnte sich vorstellen, dass der fremde Wagen in diesem Ort auffiel, und es sicherlich auch Menschen gab, die nachschauen wollten, wie er innen aussah. Marlowe würde nicht unentdeckt bleiben. Wenn das eintrat, hatte Johnny Probleme. Er war nur froh, dass es sich bei ihm nicht um einen Blutsauger handelte, denn das hätte allem noch die Krone aufgesetzt. Es gab keine andere Möglichkeit. Johnny musste aussteigen und Elton zurücklassen. Dann kam ihm eine Idee. Der Mercedes hatte einen großen Kofferraum. Manche Fahrer führten stets gewisse Utensilien mit. Vor allen Dingen im Winter rieten offizielle Stellen dazu, Decken dabei zu haben, sollte der Fahrer wetterbedingt nicht weiterkommen. Vielleicht habe ich Glück, dachte Johnny, und finde eine Decke. Er setzte sein Vorhaben augenblicklich in die Tat um, Bevor er den Kofferraum öffnete, schaute er sich um. Er wollte wissen, ob man ihn schon jetzt beobachtete. Das schien nicht der Fall zu sein, denn Johnny sah nichts, was darauf hindeutete. So stellte er sich vor den Kofferraum, ging ein wenig in die Knie und ließ den Deckel in die Höhe gleiten. Er schaute hinein. Er dachte dabei nur an die Decke und sah dort etwas anderes. Der Kofferraum war besetzt. Eine junge Frau lag dort. Sina Wang. Die Welt brach für Johnny nicht zusammen, doch geschockt war er schon. Er hatte wirklich für einen Moment gedacht, alles hinter sich gelassen zu haben, und jetzt wurde er wieder auf eine verdammt harte Art und Weise daran erinnert. Er sah die schöne Sina, hielt den Atem an, dabei holte er schnaufend durch die Nase Luft. In seinem Magen hatte sich ein Klumpen gebildet. Auch wenn Sina wie eine Tote aussah, war ihm klar, dass dies auf keinen Fall zutraf. Sie war nicht tot, sie schlief auch nicht. Sie befand sich nur im Zustand der Ruhe, aus dem sie erwachen würde, wenn die Dunkelheit das Tageslicht vertrieb. Johnny wusste nicht, wie lange er auf die Gestalt der Frau gestarrt hatte. Ihm war nur klar geworden, dass er sich die Probleme selbst mitgenommen hatte. Beide waren da, aber beide waren nicht aktiv, und genau das sah er noch als seinen Vorteil an. Bevor er den Deckel wieder zuschlug, schaute er nach rechts und nach links. Er wollte herausfinden, ob er beobachtet worden war. Das traf wohl nicht zu, und so schloss Johnny die Kofferraumhaube wieder. Dass er telefonieren wollte, hatte er nicht vergessen. Ändern konnte er am Status quo nichts. Sina und auch Elton mussten im Wagen bleiben. Es war jetzt nur wichtig, ein Telefon zu finden. In ein Privathaus wollte Johnny nicht hineingehen, aber in jedem Dorf gab es Lokale. Da würde er telefonieren können. Er musste nicht weit gehen. Am Rand des Platzes gab es ein Gasthaus. Dort wurden auch Zimmer vermietet, auf das ein Schild mit den Worten Bed and Breakfast hinwies. Das war Johnnys nächstes Ziel. Er drückte sich selbst die Daumen, dass alles so blieb, wie es war, stieß eine schwere Tür auf und betrat den Gastraum. Er war leer. Wahrscheinlich war das Lokal erst jetzt geöffnet worden. Eine Hilfe war noch dabei, den letzten Rest aufzuwischen, um dann den Eimer durch eine Seitentür wegzuschleppen. Ein Wirt war auch da. Er stand hinter der Theke und polierte Gläser. Damit hörte er jetzt auf, als er den Gast entdeckte, der sein Reich betreten hatte. Auch Johnny sah den Mann. Er war um die fünfzig. Auf seinem Kopf wuchs pechschwarzes Haar so dunkel, dass es gefärbt aussah. In der Kopfmitte war ein Scheitel gezogen worden. Der schmale Bart auf der Oberlippe des Mannes zeigte eine graue Farbe. Schmale Schultern, ein weißes Hemd unter einer braunen Lederweste fielen Johnny ebenfalls auf. Er grüßte freundlich. Der Wirt nickte nur. Johnny ging bis zur Theke vor. Dort wurde er angesprochen. Da hast du Glück gehabt, dass ich heute ein paar Minuten früher geöffnet habe. Du bist fremd, wie? Bin ich. Aus London? Johnny nickte. Und was kann ich dir anbieten? Nach dieser Frage spürte Johnny, dass er schon Durst hatte. Geben Sie mir ein Wasser, aber nicht aus dem Hahn. Nein, nein, schon aus der Flasche. In Ordnung. Und dann möchte ich noch telefonieren. Der Wirt, der sich gebückt hatte, um eine Flasche Wasser aus der Kühlung zu holen, kam wieder hoch. Hielt die Flasche fest, öffnete sie auch, aber sein Gesicht zeigte einen Ausdruck großer Überraschung. Er sagte noch nichts und ließ das Wasser erst in ein Glas laufen. Erst als er es Johnny hinschob, fand er seine Sprache wieder. Telefonieren willst du? Das hatte ich gesagt. In der heutigen Zeit? Auch das. Ist das so ungewöhnlich? Der Wirt musste sich offenbar in Lachen verkneifen. Und ob? Es hat doch jeder ein Handy, vor allen Dingen Leute in deinem Alter. Das weiß ich, Mister. Johnny trank erst einen Schluck und fühlte sich besser. Aber Handys kann man verlieren und genau das ist mir passiert. Jetzt grinste der Mann. Das nennt man Pech. Er nickte. Na ja, hier kannst du telefonieren. Danke, sogar vom Festnetz. Der Mann drehte sich um. Aus dem Thekenschrank an der Wand holte er ein Telefon. Einen flachen Apparat, wie man ihn von früher erkannte. Bitte sehr. Nochmals danke. Ich muss nur mit London telefonieren. Kein Problem. Johnny trank noch einen Schluck. Er merkte, dass es ihm besser ging. Nicht nur seine Eltern mussten Bescheid wissen, auch John Sinclair. Denn das war ein Fall für ihn. Zunächst wollte sich Johnny bei den Eltern melden, damit sie sich keine Sorgen mehr machten. Er tippte die Zahlen ein und merkte, dass sein Herz heftiger schlug als normal. Jetzt konnte er nur hoffen, dass seine Eltern auch zu Hause und nicht unterwegs waren. Sie waren im Haus. Es wurde auch abgehoben. Connolly, ich bin es, Dad. Johnny. Der Name erreichte als Schrei seine Ohren. Verdammt, wo steckst du? Er hatte die Frage gehört, aber auch ein Geräusch in seinem Rücken wahrgenommen, auf das er nicht achtete. Hör zu, Dad. Mir geht es gut. Ich bin nur nicht in London. Was da genau geschehen ist, erzähle ich dir später. Auf jeden Fall musst du John Bescheid sagen, dass er dich begleitet, denn hier geht es um Vampire. Das kannst du mir alles später genau erzählen. Jetzt sag bitte, wohin wir kommen müssen. Okay, ihr müsst nach Welling und. Plötzlich erschien eine Männerhand und drückte die beiden Kontakte auf dem Apparat nieder. Augenblicklich war die Verbindung unterbrochen. Und Johnny gelang es nicht, sie wiederherzustellen. Denn auf seine rechte Schulter legte sich eine kräftige Hand und zog ihn herum. Johnny schaute auf einen Mann in der dunklen Uniform eines Constablers. Ich denke, dass Sie mir jetzt einiges zu erzählen haben, junger Mann. Bill stand auf dem Fleck und hielt den Apparat gegen sein rechtes Ohr gedrückt. Er war sprachlos, was Sheila nicht gefiel, die ihm ins Gesicht schaute. Nun sag schon, was ist passiert? Ja, ja. Was, Johnny? Bill nickte. Sheila Connolly fiel der berühmte Stein vom Herzen. Hätte ein Stuhl in der Nähe gestanden, hätte sie sich gesetzt. Dass Johnny angerufen hatte, ließ darauf schließen, dass es ihm nicht so schlecht ging. Was hat er denn gesagt, Bill? Nicht viel. Und das wenige? Bill musste über die Antwort erst nachdenken. Wie gesagt, er erklärte, dass es ihm gut geht, und... Wo ist er denn? Genau das ist das Problem. Wieso? Wenn mich nicht alles täuscht, hat man ihn wohl daran gehindert, weiterzusprechen. Sheila trat zurück. Die Hoffnung fiel bei ihr wieder zusammen. Sie presste die Lippen zusammen und wartete darauf, dass ihr Mann eine Erklärung hinzufügte. Gehört habe ich etwas, sagte er mit leiser Stimme. Johnny befindet sich nicht mehr in London. Man hat ihn weggeschafft, oder er ist selbst dorthin gefahren. Wohin denn? Bill hob die Schultern. Ich weiß nicht, ob ich das Wort richtig verstanden habe. Es kann durchaus der Name einer Ortschaft gewesen sein. Das ist wohl wahr. Und was hast du gehört? Welling. Diesmal sagte Sheila nichts, weil sie mit dem Namen ebenfalls nichts anfangen konnte. Beide überlegten, bis Sheila fragte. Bist du sicher, dass du dich nicht verhört hast? Fast. Das bringt uns auch nicht weiter. Ich weiß aber, was hindert uns daran, nach diesem Ort zu suchen? Eben. Selten waren die beiden so schnell in Bills Arbeitszimmer verschwunden, um zu googeln. Es dauerte nicht lange, da hatten sie den Ort Welling gefunden. Er stellte sich im Internet vor, wobei allerdings die Reklame für eine Möbelfirma deutlich hervorstach. Das alles war nicht wichtig für sie. Sie fanden heraus, dass Welling östlich von Greenwich lag, was im Prinzip von London aus gesehen keine Entfernung war. Da muss ich hin, Sheila. Allein? Bill wusste genau, was die Frage bedeutete und welche Antwort er geben musste. Nein, ich werde nicht allein fahren und zumindest John Sinclair mitnehmen. Ja, das solltest du. Dann werde ich ihn jetzt anrufen. Der Mann, der vor Johnny stand, war kleiner als er, aber breiter in den Schultern. Man konnte ihn schon als ein Kraftpaket bezeichnen. Unter dem Mützenschirm war ein Gesicht mit einer hellen Haut zu sehen, die man bei rothaarigen Menschen oft erlebt. Recht blasse Lippen bildeten fast einen Strich. Der Blick graugrüner Augen war auf Johnnys Gesicht gerichtet, als sollte er gebannt werden. Johnny ahnte, weshalb der Constabler ihn angesprochen hatte. Trotzdem tat er, als wüsste er nicht Bescheid. Was ist denn los, Sir? Warum durfte ich nicht mit meinen Eltern telefonieren? Das kann ich Ihnen sagen. Bitte, nicht so schnell. Erst brauche ich Ihren Namen. Wir wollen uns doch wie zivilisierte Menschen anreden. Ich heiße Johnny Connolly und komme aus London. Das ist doch schon was. Ich heiße Matt Franklin und bin in diesem Ort der Sheriff. Ist nicht zu übersehen. Mal langsam, junger Mann. Johnny hatte sich wieder gefangen. Ich darf aber trotzdem erfahren, weshalb Sie mein Telefongespräch unterbrochen haben. Weil ich es so wollte. So konnte nur jemand reden, der sich ein Machtpotenzial aufgebaut hatte. Und das schien diesem Matt Franklin hier wohl gelungen zu sein. Johnny versuchte es weiter. Ich habe nichts getan. Oder ist das Telefonieren hier verboten? Nein, das ist es nicht. Franklin lächelte kalt. Es ist nur verboten, wenn man mit einem Fahrzeug ankommt, auf dessen Rücksitz jemand liegt, der aussieht wie ein Toter. Zum Glück ist er nicht tot, aber es ist keine kleine Sache, einen Menschen niederzuschlagen und dann wegzuschaffen. Das haben Sie getan, Mr. Connolly. Und Sie können sich vorstellen, dass ich dafür eine Erklärung benötige. Johnny senkte den Kopf. Er hatte sich schon gedacht, dass so etwas kommen würde. Haben Sie etwas dazu zu sagen? Im Moment nicht, Konstabler. Aber Sie haben recht. Gewisse Dinge sehen nicht gut aus für mich und ich bin Ihnen einige Erklärungen schuldig. Aber bitte nicht hier. Das habe ich mir schon gedacht. Mein Büro liegt gleich in der Nähe. Aber gut, dass Sie einsichtig sind. Bleibt mir etwas anderes übrig? Nein, eben. Aber ich sage Ihnen gleich, dass die Dinge komplizierter liegen, als sie aussehen. Wir haben Zeit. Johnny zahlte das Getränk. Der Wirt schaute ihn an und schüttelte leicht den Kopf. Dann spürte Johnny den Griff des Konstablers an seinem rechten Ellenbogen. Er wusste, was das bedeutete und wehrte sich auch nicht. Neben dem Uniformierten ging er zur Tür und trat wenig später ins Freie, wo beide erwartet wurden. Auf dem Gehweg stand Elton Marlow und grinste ihn an. Da ist ja mein Freund und Sieb. Johnny schnappte nach Luft. »Wieso Dieb?« Marlow sprach den Polizisten an. »Er hat mir meinen Wagen gestohlen und ich will, dass er mir den Schlüssel zurückgibt.« »Stimmt das?« Johnny lachte auf. »Was sollte er zu dieser Anschuldigung sagen?« »Ja, es war im Endeffekt Diebstahl gewesen, auch wenn der Begriff Notwehr besser gepasst hätte.« Der Konsteplan nahm das Lachen als Zustimmung. »Gut, ich sehe, dass es so gewesen sein muss.« wenn Sie den Wagen gestohlen haben, werden Sie noch den Schlüssel besitzen. Geben Sie ihn zurück. Auch das noch, dachte Johnny. Verdammt hat sich denn alles gegen mich verschworen? Danke, Constabler, sagte Marlow. Es ist doch Ihr Auto. Darauf können Sie sich verlassen. Johnny überlegte, ob er dem Polizisten den Tipp geben sollte, im Kofferraum nachzuschauen. Das würde er vielleicht tun, allerdings wohl erst später. Im Moment war er einfach zu sehr auf Johnny fixiert. »Rücken Sie den Schlüssel schon raus!« »Ja, das werde ich.« Johnny holte ihn aus der Jackentasche und ließ ihn in die ausgestreckte Hand fallen. »Danke, Johnny, vielen Dank!« Am liebsten hätte Johnny seine Faust in das grinsende Gesicht geschlagen. Das tat er nicht. Es hätte seine Lage nur noch verschlimmert. Und so sah er zu, wie Marlowe die Faust um den Schlüssel schloss und ihn verschwinden ließ. Er wollte gehen, aber der Constabler hielt ihn zurück. Augenblick, Mr. Marlowe. So einfach ist das nicht. Was meinen Sie? Sie werden noch zu mir kommen müssen. Ich muss Ihre Aussage zu Protokoll nehmen. Das versteht sich, Sir. Eilt es denn sehr? Wie meinen Sie das? Elton Marlowe lächelte leicht verlegen. Nun ja, ich hatte gedacht, dass ich zuvor noch etwas essen kann. Ich habe einen wahnsinnigen Hunger. Ich komme dann später zu Ihnen. Matt Franklin überlegte nicht lange. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Ich muss mich zuvor mit Mr. Connolly beschäftigen. Sie können also ruhig etwas zu sich nehmen. Danke, das ist sehr großzügig von Ihnen. Johnny hatte alles mitbekommen. Er wäre fast geplatzt vor Wut und Enttäuschung. Dieser Typ verstand es perfekt, den Constable einzuseifen. Er würde natürlich nicht kommen, sondern mit seiner Vampirfreundin verschwinden. Sie begehen einen Fehler, flüsterte Johnny. Äh, was meinen Sie? Schon gut, Sir. Elton nickte Johnny zu, bevor er sagte: Ich glaube schon, dass wir uns noch mal sehen. Hoffentlich, gab Johnny zischend zurück. Marlow lachte nur, drehte sich um und ging. Die Hand mit dem Schlüssel schwenkte er triumphierend hin und her. Dann kommen Sie mal mit, sagte der Constabler und fasste Johnny wieder hart an. Im Büro sitzen und warten, dass etwas passierte. Darüber konnten sich nur die wenigsten Menschen freuen. Mittlerweile hatten wir auch unseren Chef Sir James eingeweiht, dessen Gesichtsausdruck immer besorgter wurde. Das ist natürlich ein Problem, gab er zu. Und Sie haben wirklich keine Spur, keinen Hinweis? So sieht es aus, Sir, sagte ich. Es entstand ein tiefes Schweigen. Wir saßen im Büro unseres Chefs, hingen unseren Gedanken nach, und als Sir James seine Brille zurecht rückte, war der Zeitpunkt gekommen, an dem er das Schweigen brach. Dieser Fall hat ja eine Vorgeschichte, sagte er. Und ich denke, dass Sie sich auf dem gleichen Weg bewegen wie ich. Können Sie das genauer erklären? Werde ich tun, John, weil Sie das Thema selbst aufgreifen. Es geht darum, dass eine bestimmte Person hinter den Vorfällen steckt und ihre Fäden zieht. Sprechen Sie von Justine Carvalho? Von wem sonst? Da kann ich Ihnen dann nicht widersprechen, Sir. Sie ist dabei, ihre Pläne umzusetzen, und keiner von uns weiß genau, welchen Weg sie einschlagen wird. Im Moment schon, oder? Ja, wenn man an den Anruf denkt. Sie hat sich das schwächste Glied in der Kette ausgesucht, eben Johnny Connolly, der ihr nie etwas getan hat. Aber er ist ein Connolly, Sir, meinte Suko. Und da gibt es so etwas wie sippenhaft. Sir James schnaufte. Welche Chancen rechnen Sie sich aus? Das wage ich nicht zu beurteilen. Und sie John? Ich auch nicht, Sir. Also Schlechte. Justine Carvalho ist stark, sagte ich, und sie ist dabei, sich etwas aufzubauen. Man kann sie als Nachfolgerin von Dracula II. betrachten. Das hat sie schon immer gewollt, aber ein günstiges Geschick hat dafür gesorgt, dass sie es nicht schaffte. Jetzt haben sich die Bedingungen geändert. Hinter den Gläsern der Brille wurden die Augen unseres Chefs noch größer. Ich weiß woran sie denken, John, dass diese Vampiren nicht mehr auf ihrer Seite steht. Ja, das ist die Folge. Stimmt. Sir James lehnte sich zurück. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Der Befehl kam von ganz oben. Die Verbindung zwischen ihnen und dieser Cavallo musste einfach abgebrochen werden. Wäre das nicht so gekommen, hätten wir großen Druck bekommen. Und ich habe sogar herausgehört, dass von einer Auflösung der kleinen Truppe hier gesprochen wurde, die auch nach vielen Jahren noch manchen Leuten ein Dorn im Auge ist, trotz unserer Erfolge. Noch immer gibt es genügend Menschen, die die ganze Wahrheit lieber ignorieren würden, weil sie nicht in ihr Denkschema passt. Wir müssen damit fertig werden, und damit auch mit einer Justine Cavaglio, die auf der anderen Seite steht. Und ich denke auch nicht, dass es ein Zurück gibt. Selbst wenn wir Tote zu beklagen haben, so ist das nun mal. Was sollten wir dazu sagen? Nichts. Suko fand die richtigen Worte nicht, und doch ich tat mich damit schwer. Umso stärker war mir klar geworden, dass wir nur Befehlsempfänger waren und an der Leine anderer tanzten. Das waren Gedanken, die darauf hindeuteten, alles hinzuschmeißen. Aber das hätte keinen Sinn gehabt. Der Horror wäre damit nicht gestoppt worden. Zu hoch standen wir auf der Abschussliste der Schwarzblüter, ob als Polizisten oder als private Menschen. Sir James schien meine Gedanken geahnt zu haben, denn er fragte, Machen Sie trotzdem weiter? Sie können sich darauf verlassen, Sir. Sollte die Cavallo Johnny Connolly etwas antun, dann, naja, ich werde sie jagen, auch wenn ich dafür bis an das Ende der Welt fahren muss. Ich wusste, dass Suko der gleichen Meinung war. Es war auch alles gesagt worden. Wir standen auf und nickten unserem Chef zu. Wenn es etwas Neues gibt, geben wir Ihnen Bescheid, Sir. Geht in Ordnung. Im Flur hätte ich vor Frust und Wut am liebsten gegen die Wände geschlagen, doch so etwas brachte mich auch nicht weiter, und deshalb ließ ich es bleiben. Suko war weniger pessimistisch. Er hatte seine Hände in die Hosentaschen gesteckt und ging neben mir her. Ich glaube, dass wir in diesem Fall die Oberhand behalten werden, John. Meinst du? Bestimmt. Bisher hat es noch immer eine Lösung gegeben. Warum sollte das jetzt anders sein? Irgendwann kippt alles. Hey, so kenne ich dich gar nicht. Ich hob die Schultern. Es ist nun mal so. Man ist keine Maschine. Das merke ich immer wieder. Suko gab keine Antwort. Dafür öffnete er die Tür zu Glendas Vorzimmer. Wir hörten das Telefon. Glenda hob ab, denn sie hatte uns noch nicht gesehen. Zugleich betraten wir das Vorzimmer und hörten den schrillen Ruf unserer Assistentin. Bill, du? Augenblicklich waren wir alarmiert. Ich hatte sogar den Eindruck, dass sich meine Haare aufrechtstellten. Was ist denn? rief ich. Glenda fuhr herum. Sie streckte mir die Hand mit dem Hörer entgegen. Es ist Bill. Okay. Ich presste den Hörer gegen mein rechtes Ohr und hatte das Gefühl, dass etwas in Bewegung geraten war. Hörst du, John? Klar. Wir haben eine Spur von Johnny. Wirklich? Wenn ich das sage, es gab einen kurzen Anruf von ihm. Er konnte nicht viel sagen, aber immerhin weiß ich jetzt, wo er sich befindet. Außerhalb von London. Der Ort heißt Welling. Kennst du ihn? Nein, ich war nie da. Er liegt etwa zehn Meilen östlich von Greenwich. Bist du schon unterwegs? Ja. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Und eine Frage noch. Wie klang Johnnys Stimme? Hast du das Gefühl gehabt, dass er unter Druck steht? Nein, überhaupt nicht. Okay, wir sehen uns. Ich reichte Glenda den Hörer wieder zurück. Sekundenlang herrschte Schweigen zwischen uns. Glenda und Zuko hatten mitgehört, und Glenda fand als erste die Sprache wieder. Zum Glück lebt Johnny noch. Und wir werden dafür beten, dass es auch so bleibt, erwiderte ich. Elton Marlowe hatte Mühe, sein wildes Lachen zu unterdrücken. Besser hätte es für ihn gar nicht laufen können. Sogar der Constable persönlich hatte ihn auf seinem Rundgang entdeckt und mit ihm gesprochen, auch wenn die Fensterscheibe zwischen ihnen als Trennung gestanden hatte. Da der Wagen abgeschlossen war, hatte es eine Weile gedauert, bis ihn der Constable hatte öffnen können, dann war alles wie geschmiert gelaufen, und mit Franklin hatte Elton die Geschichte abgenommen, ohne große Nachfragen zu stellen. Der Rest war dann ein Kinderspiel gewesen. Jetzt war Marlow wieder frei, und Johnny Connolly derjenige, der einiges erklären musste. Er stellte sich die Frage, ob man ihm glaubte, aber das war im Moment nicht sein Problem. Er konnte sich nur darüber wundern, wie vertrauensselig dieser Polizist doch war. Elton hatte den Wagenschlüssel, und natürlich würde er nicht zur Dienststelle fahren, um ein Protokoll zu unterschreiben oder eine Anzeige zu erstatten. Für ihn zählte nur, dass er wieder mobil war, und das musste er ausnutzen. Auf dem Weg zum Auto schaute er immer wieder in die Runde. Er wollte sehen, ob er beobachtet wurde, aber da war nichts Verdächtiges zu erkennen. Es gab keine Veränderung. Niemand kümmerte sich um ihn. Er hätte jetzt in den Benz einsteigen und wegfahren können. Das tat er noch nicht. Dafür trat er an den Kofferraum heran und blickte sich nochmal um, bevor er ihn aufschloss. Der Deckel klappte hoch. Sina Wang war wach schaute ihn an und lächelte so daß ihre beiden spitzen zähne zu sehen waren elton nickte ihr zu es geht wieder los meine teure hoffentlich darauf kannst du dich verlassen mehr sagte elton nicht er hämmerte den deckel wieder zu stieg in den wagen und fuhr weg ende des ersten teils